So, hallo an alle, die jetzt ihren Weg hier spontan in den Stream gefunden haben. Es gibt ja keinen Streamplan für diese Woche, aber ich dachte, ich muss mich jetzt trotzdem mal zu Wort melden hier. Geht ja nicht, dass ich hier die ganze Woche einfach nicht streame und nichts vom Hören lasse. So, hallo! Willkommen! So, ich hoffe, ihr habt trotzdem eine schöne Woche gehabt. Ich muss das zugeben. Ich hatte bisher keine Energie und entsprechend auch keine Lust zu streamen die Woche. Es tut mir schrecklich leid, dass ihr so lange warten musstet, bis ich mich jetzt hier mal wieder zu Wort melde, aber ach Mann. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich kann nicht mehr. Ich hab meine neue Arbeitsstelle angetreten diese Woche. Und es war unglaublich anstrengend. Ich arbeite jetzt 5 Stunden mehr die Woche als vorher. Das bin ich zum einen nicht gewohnt, dann jetzt nochmal mehr zu arbeiten. Aber ich musste diese Woche auch jeden Tag um 4 Uhr morgens aufstehen für die Arbeit. Und dementsprechend müde war ich dann am Nachmittag. Ich habe heute tatsächlich Mittagsschlaf gemacht. Also nachdem ich zu Hause war, habe ich mich einfach ins Bett gelegt und für 20 Minuten die Augen zugemacht. Und, John, danke schön für die 10 WDs. Vielen Dank. Und Hallöchen. Auch hallo an alle, die da sind hier allgemein. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Dass ihr hierher gefunden habt. So, ich habe ja eben kurz spontan den Stream auf dem Discord angekündigt. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir einfach nächste Woche ein bisschen normaler streamen können, weil nächste Woche habe ich dann keine Frühschicht mehr. Zumindest aktuell nicht laut Dienstplan. Ja, ist halt das so, wenn man jetzt in einer Branche arbeitet, wo es Schichtarbeit gibt. Diese Woche hatte ich jetzt durchgehend Frühschicht. Nächste Woche kann ich etwas ausschlafen und bin hoffentlich dann auch für euch ein bisschen wacher und habe mehr Energie und ja. Dann komme im Club der ab 4 Aufsteher. Ja, aber ey, das hatte für mich heute den Vorteil, dass ich morgens, bevor ich mich im Bus setzen musste, noch die Game Awards schauen konnte. Da die ja, glaube in Amerika irgendwo abgehalten werden, war das natürlich für uns sehr, sehr spät in der Nacht oder sehr früh am Morgen, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Aber ich war halt dann ja schon um 4 wach und konnte mir dann noch die letzte Stunde von den Game Awards anschauen. Und ich habe mich so gefreut, wie Baldur's Gate 3 einfach alle Awards heute mitgenommen hat. Wirklich extrem cool. Ich habe wirklich, ich bin rumgesprungen vor Freude. Ich habe dann irgendwann, muss ich dann das Haus verlassen, bevor Game of the Year dann verkündet wurde. Ich habe den Stream noch auf nur Audio gestellt gehabt, damit ich ihn zumindest hören kann. Und ich stand dann an der Bushaltestelle und ich habe gehört, wie verkündet wurde, dass Baldur's Gate 3 Game of the Year ist. Und ich habe wirklich Freudensprünge gemacht, dass ich bin froh, dass mich so früh morgens um 5 keine Leute draußen gesehen haben. Aber, naja. ja, ich habe ein bisschen geweint. Das war für mich, obwohl ich es nicht gesehen habe, ich habe es nur gehört. Ich hatte es nur auf den Ohren, aber es war für mich auch so ein emotionaler Moment, weil ich dieses Spiel einfach so sehr liebe. Und, ja, ich finde, das haben die sich verdient gewonnen. Und deswegen spielen wir heute zur Feier des Tages auch nochmal Baldur's Gate. Ich habe einen Streamplan gemacht für diese Woche. Ich habe tatsächlich einen Streamplan gemacht. Den wollte ich eigentlich am Mittwoch posten und am Mittwoch auch schon streamen. Ja, und dann war ich am Mittwoch so müde, dass ich dachte so, ich kann nicht streamen. Ja. Genau, das war, lief anders, als ich geplant hatte. Deswegen habe ich mir gedacht, so, ja, dann brauche ich den Streamplan jetzt auch gar nicht posten, wenn ich eh nicht weiß, wie ich dazu in der Lage bin jetzt diese Woche, aber mal gucken. So.
Das war interessant gewesen. Kommt man da an und sieht Mona da rumspringen. Ach so. Nur komisch, dass ich nicht gesehen habe, Loki. Da war nämlich keine Menschenseele auf der Straße. Keine Menschenseele. Da warst du eine Ameise auf dem Boden. Das könnte gewesen sein. Als Ameise. Vielleicht. Naja. Tarnumhang? Ach, weiß ich nicht. Naja, aber ich habe auf jeden Fall das Spiel schon offen. Wir werden da gleich mal reinstarten und dann mal gucken. Während die übrigens die ganzen Awards abgestaubt haben, haben die noch einen Hotfix rausgehauen. Also das ist interessant. Interessant. Aber das Team von Larian arbeitet ja rund um die Uhr. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich hatte wieder was an den Grafikeinstellungen geändert, weil ich privat gespielt hatte. Genau, ich hatte meinen privaten Spielstand weitergespielt, den ich übrigens immer noch nicht beendet habe. Ich wollte eigentlich letztes Wochenende meinen Baldur's Gate 3 Spielstand, den ich privat spiele, Richtung Ende pushen. Und ich habe nicht viel geschafft. Ich habe nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Also ich bin noch lange weg von, ja. Ich merke, der Stream stirbt gerade so ein bisschen wegen dem Spiel wahrscheinlich. Ich muss mal direkt in die Einstellungen gehen. So, Moment. Ich höre schon eine Musik im Hintergrund. So, wir stellen auf Mittel und die Schattenqualität auf hoch. Dann machen wir hier noch das an. So. Versuche jetzt mal den Honor-Mode. Oh, den will ich auch noch irgendwann versuchen. Aber ich muss mich da, glaube ich, noch ein bisschen mehr ins Spiel reinfinden. Also, ich muss wirklich... Also, ich bin ja schon tief drin in dem Spiel, aber ich muss noch tiefer rein. So tief, wie es geht, ins Rabbit Hole. Und, ja. Mich da noch mal ein bisschen... genauer, wirklich bis ins kleinste Detail mit dem Kampfsystem auseinandersetzen. Ich bin jetzt erstmal dabei, noch einen Spielstand auf normalem Schwierigkeitslevel zu spielen. Danach werde ich vielleicht mal Taktika ausprobieren und dann vielleicht den Honor Mode, sodass ich mich langsam steigere. Weil ich habe jetzt zwei Spielstände, einmal Mona und meinen ersten privaten. Die sind ganz einfach. Und ich merke jetzt schon bei dem ausgewogenen Schwierigkeitsgrad, wie schwierig dann doch Kämpfe werden. Und Shinra, dankeschön. Für die 5 Monate auf Tier 3. Oh mein Gott. Dankeschön, Shinra. Und Hallöchen. So. Genau. Ich mach das mal aus. Und wir hören uns schon mal die tolle Musik an. Die leider keinen Award gewonnen hat. Ich bin ein bisschen traurig, dass das der Soundtrack... kein Award abgestaubt hat, finde ich einen Skandal. Wir sollten Final Fantasy canceln. So. Hilfe. So, ich hoffe, mein PC stirbt jetzt hier nicht weiterhin. Zumindest der Stream scheint ein bisschen laggy zu sein ab und an. Ich hoffe, das legt sich. Aber ich glaub, es ist nur, wenn ich im Spiel drin bin. Wenn ich jetzt wieder ins Spiel rübertabbe, dann fängt es wieder an zu laggen. Was ist das denn? Laggt es bei euch? Ruckelt der Stream? Habt ihr Frameverluste? Oder ist es nur bei mir jetzt gerade hier? Ja. Scheiße, was ist mit meinem PC los? Also, irgendwas bottleneckt meinen PC halt immens. Und sobald ich wieder aus dem Spiel draußen bin, läuft's flüssig hier. Das ist richtig, richtig komisch. Na gut, wir gucken mal, wie es heute läuft. Ansonsten quatschen wir einfach. Aber jetzt läuft es. Ja, weil ich wieder aus dem Spiel rausgetappt bin. Es ist wirklich immer wenn ich ins Spiel reintappe, dann fängt's an zu laggen. Wenn ich aus dem Spiel raus bin, läuft's wieder flüssig. What? Wieso? Vielleicht die Flocken. Weiß ich nicht. Die Flocken sind einfach nur eine kleine sich wiederholende Videodatei, die ich in OBS eingefügt habe. Das ist eigentlich nichts, was irgendwie
großartig was bewirken sollte oder sowas. Ich meine, wir können die Flock mal ausblenden, aber das, ich glaube nicht, dass das irgendwas hilft. So, jetzt bin ich wieder im Spiel drin und es... guck mal. Ja, das hat jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemacht, ob jetzt mit oder ohne Flocken. Es ist das Spiel. Irgendwas bottleneckt meinen PC halt immens, wenn es um so Spiele geht. Und streamen gleichzeitig. Wie gesagt, ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem mit dem Spielen an sich. Auch auf den höchsten Grafikeinstellungen habe ich privat kein Problem. Aber sobald der Stream läuft, dann ist vorbei. Und ich glaube nicht mal, dass es großartig an einem Model oder so liegt, sondern es ist allgemein ein Problem, wahrscheinlich von OBS und der Streamübertragung. Irgendwas wäre da nicht so. Ich hatte was ganz Seltsames. Wenn ich Cross-Save anhabe bei Baldur's Gate 3, bricht meine Internetverbindung ein. Ich habe Cross-Save tatsächlich ausgemacht. Aus dem Grund, dass ich zum einen nicht so lange warten will, bis alles gespeichert und synchronisiert ist. Deswegen Cross-Save habe ich eh schon nicht an. Habe ich extra ausgeschaltet. So, Moment. Wenn wir jetzt ins Game rübergehen, sieht das dann da anders aus. Ruckelt jetzt... Ja, es ruckelt immer noch. Es ruckelt, okay. Es ruckelt! Ich gehe nochmal kurz in die Optionen. Ich muss, glaube ich, noch... ich muss euch den Spaß wieder wegnehmen. Es tut mir leid. Ich habe halt Baldur's Gate auf meiner HDD installiert. Einfach weil ich mit meiner SSD unschöne Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe extra den langsamen Festplattenmodus aktiviert. Vielleicht muss ich den auch rausmachen. Ist es vielleicht das? Festplattenmodus. Geht's jetzt besser? Ich habe keine Ahnung. Oder ist es noch schlimmer? Ich weiß es nicht. Da, 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 da. Moment. Ich rufe mal kurz meinen Taskmanager auf. Da, 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 da. So. Könnte es vielleicht am RAM liegen? Meine SSD geht's gut, meine HDD geht's auch gut. Die chillen ihr Leben. Meine CPU läuft auf 44% Auslastung. Das ist jetzt nicht sonderlich hoch. Also wenn ich jetzt ins Spiel reingehe, verändert sich da was? Dann geht die CPU auf 60% hoch. Internet ist natürlich am Rödeln. Ja, die Grafikkarte ist immer am Limit. Also, wenn die Grafikkarte, die muss am Limit sein. Du willst dir alles an Grafik rausholen, was irgendwie geht. Wenn deine Grafikkarte nicht am Limit ist, dann läuft irgendwas falsch. Hallo Cheese, Hallöchen. Also du willst ja nicht nur mit halber Grafikkartenleistung spielen oder sowas. Es ist ja... Ja... Warte mal, wenn ich jetzt nochmal raustappe. Ja, also wie gesagt, wenn man im Spiel drin ist, dann geht natürlich die Grafikkartenleistung hoch. Aber man will ja auch beim Spiel so viel wie möglich, können sich RAM-Riegel nicht auch manchmal verabschieden? Merkt man, glaube ich, auch nicht sofort. Boah. Also, zumindest in meinem Taskmanager wird mir noch alles an RAM angezeigt, was ich habe. Also, der nutzt auch die beiden RAM-Riegel. Ich habe halt nur 16 GB RAM. Ist an sich nicht viel. Ich habe zwei 8 GB Riegel RAM drin. Beide werden genutzt. Also, ist es nicht... Also ich sehe auf jeden Fall, dass die Grafikkartenleistung hochgeht, aber das ist ja, das will man ja eigentlich auch. Ich will ja, dass meine Grafikkarte genutzt wird bei dem Spiel. Aber das ist halt auch, wenn ich das Spiel nicht streame, der Fall. Ich weiß halt nur nicht, was der Flaschenhals hier jetzt ist. Ich weiß nicht, ob ich meine Grafikkarte
upgraden muss oder ob es vielleicht der Prozessor ist, der mit dem Decoden vom Stream nicht hinterherkommt dann oder wie das aussieht. Ich habe keine Ahnung. Lass mich mal ganz kurz gucken, was ich zum Decoden vom Stream nutze. Ich muss mal ganz kurz meine OBS-Einstellungen schauen. Wir hören einfach währenddessen der Musik zu. Das ist ja schön. So, Moment. Ausgabe. Video-Encoder. Wir haben jetzt natürlich die Grafikkarte, gell? Aber... Encoder-Einstellungen. Hohe Qualität. Also eigentlich ist es so eingestellt, dass ihr zumindest die beste Qualität haben solltet. Hier wird nichts schnell encoded oder sonst irgendwas. Aber ich spiele da jetzt auch nicht dran rum, sonst mache ich irgendwas kaputt und dann funktioniert gar nichts mehr. Ha! Naja, mal gucken. Ich muss da vielleicht mit meinem Mitbewohner mal drüber schauen und vielleicht kann ich irgendwas an meinem PC mal upgraden. Sei es der Prozessor oder die Grafikkarte. Mal gucken. Grafikkarten sind nur so teuer. Und Wolf, dankeschön. Dankeschön dir für die 16 Monate hier schon. Dankeschön. Na gut, ich lasse mal mein Task Manager ein bisschen auf, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Und wir hoffen einfach mal, dass wir in-game vielleicht nicht so viel Geruckel haben. Deswegen, ich lade jetzt einfach mal unseren Spielstand. Nee, nicht den da. Sondern den da. So. So, Moment, ich muss, glaube ich, noch die Audio ein bisschen lauter machen für euch, damit ihr auch die Dialoge ordentlich hört. So. Gucken wir einfach mal, wie es aussieht, wenn wir im Spiel drin sind. So, meine Grafikkarte läuft jetzt auf 38% aktuell. Okay. Ich glaube, es ist das Menü. Haben wir wieder Probleme mit Menüs? Ich weiß, wir hatten das bei zum Beispiel Slime Rancher 2, dass im Menü alles geruckelt hat. Im Menü hat alles geruckelt, aber sobald wir im Spiel drin waren, war alles okay. Vielleicht ist es auch das hier wieder. Ich habe halt eine 2070 Super und die ist eigentlich voll in Ordnung. Also die sollte jetzt nicht irgendwie... Also die ist noch gut. Sollte eigentlich keine Probleme machen bei normalen Spielen. Ich weiß jetzt, ich ruckel's immer noch für euch. Ich scroll mal gerade so ein bisschen. Ich guck mich mal um. Ruckelt's für euch? Ruckelt der Stream? Ein bisschen, oder? So, ich gehe jetzt einmal hier im Kreis. Doch ein bisschen, ja, gell? Ja. Wenn wir jetzt wieder im Spiel drin sind, ist meine Grafikkarte wieder komplett ausgelastet. Wir sind halt nur im Camp. Immer diese Technikprobleme hier. Hilfe. Na gut, wir beobachten das einfach mal. Wir beobachten das einfach mal und dann sind wir mal gespannt. So, wir sind wieder mit Mona da. Ich glaube, wir hatten gerastet. Und wir sind im Gebirgspfad angekommen. Da sind wir hingelaufen. Und wir gucken mal, was uns jetzt hier erwartet. Genau, wir hatten hier den Teleportationspunkt freigeschaltet. Ich hoffe, ich kriege keinen Schluck auf jetzt. Jetzt können wir noch ein bisschen die Gegend hier erkunden. Something good here, I hope. So, ich habe auf jeden Fall in meinem privaten Spielstand hier ein bisschen was verpasst, kann ich sagen. Weil der Gebirgspass etwas war, was ich dann noch zwischendurch eingeschoben habe. Okay, das ist doof. An die Kiste komme ich nicht dran. Hallo?
Ich möchte an diese Kiste. Schade. Okay, dann öffnen wir die Kiste eben nicht. Es ruckelt schon ziemlich, gell? Also ich habe ja nebenher meinen Stream auch auf. Ist schon eine Ruckelparty, gell? Aber das hatten wir jetzt die anderen Male nicht. Aber das Ding ist halt auch wieder, mein Spiel läuft flüssig. Es ist nur der Stream. Also es muss irgendwas mit dem Encoden zu tun haben. Irgendwas mit der Streamübertragung ist das. Weil mein Spiel ruckelt nicht, so wie ich das sehe. Das ist einfach komisch. Ich meine, das ist schon eklig, das Ruckeln. Ist schon eklig. So, hier waren wir ja. Toter Githyanki, Jugendlicher. Na gut. Wie viel von der Map haben wir jetzt schon? Genau, hier ging es aus den Schatten verfluchten Landen hoch. Und, ja. Also, ich möchte jetzt eure ehrliche Meinung hören. Ist es... A trap. Someone doesn't like visitors. Ist es zu viel Geruckel, dann machen wir das Spiel wieder aus. Wenn es zu viel Geruckel ist, um sich das schön anzuschauen, dann machen wir das Spiel wieder aus und ich guck mal, was wir anderes machen können. Vielleicht ist auch einfach mein PC gerade ein bisschen... Trap. Be cautious. Scheint flüssig zu laufen, wenn du aus dem Spiel nicht raustappst. Ja, ich bin ja die ganze Zeit im Spiel drin. Also ich tapp jetzt nicht raus. Es war andersrum. So, jetzt bin ich nicht mehr im Spiel drin. Jetzt bin ich wieder im Browser drin. Jetzt läuft flüssig. Jetzt bin ich wieder im Spiel drin. Seht ihr den Unterschied? Jetzt bin ich im Spiel. Jetzt nicht mehr. Ihr ruckelt gern mit mir durch die Welt. Oh Gott. Weiß ich ja nicht, ob ich euch da so glauben kann. Aber ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht im Game drin. Es läuft flüssig. Jetzt bin ich wieder im Game drin und es, ja. Ist die Prozesspriorität von Baldur's Gate 3 hochgesetzt. Wo kann man das denn machen? Also ich wurde jetzt nicht gefragt, sagen wir es mal so. Aber ich sehe halt auch immer in meiner GPU-Leistung den Spike, wenn ich ins Spiel reintappe dann wieder. Also, ja. Moment. Eigenschaften. Ich habe zumindest nichts manuell irgendwie geändert. Sagen wir es mal so. Ich habe nichts manuell festgelegt, was irgendwie Priorität hat oder sowas. Ja. Aber es war die letzten Male doch nicht so, oder? Ressourcenwerte. Naja, mal gucken. Das beenden. Ich guck mal, ob ich ein paar Tasks rausschmeißen kann, die ich nicht brauche. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwas hilft, aber ich brauche zum Beispiel einen Riot-Client, der im Hintergrund läuft, brauche ich nicht. Diese ganzen Hintergrundprozesse, die laufen. Es wird wahrscheinlich kein ausschlaggebendes Kriterium jetzt hier sein, aber es gibt ja wirklich Sachen, die braucht man jetzt nicht irgendwie gerade im Hintergrund am Laufen. Hier EA machen wir auch mal aus, Spotify machen wir weg. Brauchen wir gerade nicht. Discord machen wir auch mal weg. So. Ja, na gut. Wir gucken mal. Wofür sind diese Fallen da? Die lösen ja nicht mehr aus. Rückstoßmine.
Ja, es ruckelt immer noch. Es ruckelt immer noch. Was ist das denn für eine Scheiße? Wir würden doch nur Baldur's Gate spielen. Mann. Okay. Bin ehrlich mit euch. Ich glaube, so macht das keinen Spaß. Mal jetzt hier mal einen neuen Spielstand. Aber die Ruckelparty macht für mich halt auch irgendwie keinen Spaß. Wenn ich stehe, geht's noch einigermaßen. Aber sobald ich irgendwie rumlaufe, wird es halt extrem ekelhaft. Mein Knochen. Ja, ich knurre. Verständlich. Ja, also ich muss da mal gucken, woran es vielleicht liegt. Ich muss da mal einen Mitbewohner fragen. Der hat da mehr Ahnung. Aber ich will euch halt natürlich auch ein schönes, flüssiges Spielerlebnis bieten. Und ihr sollt nicht immer nur hier das ganze Geruckel vor euch haben. Wie gesagt, mein Spiel ruckelt nicht. Ich könnte das auf höchsten Grafikeinstellungen spielen, ohne dass es bei mir ruckelt. Aber dann ruckelt halt der Stream jetzt hier schon. Aber wir können uns noch mal kurz ein bisschen umschauen. This view is almost worth the walk. Guck mal, was ist denn das hier? Das sieht aber schön aus. Ja, aber was das jetzt ist, werden wir heute dann wahrscheinlich doch nicht erfahren. Aber was können wir denn sonst noch machen? Habt ihr irgendwie eine andere Idee? Spiel speichern. Sollen wir speichern nochmal? Mein Handy vibriert. Ist es ein Notfall? Nee, ist kein Notfall. Keiner gestorben. Und hallo, Killer Rabbit. Ja, Minecraft. Wir können Minecraft spielen. Das ist auch okay. Aber erstmal nochmal natürlich herzlichen Glückwunsch an Baldur's Gate und Larian für Game of the Year. Auch wenn ich gerade gerne ohne geruckelt im Stream spielen würde. Aber naja, dann machen wir das ein andermal und wir verabschieden uns mit dieser Sicht hier wieder aus dem Spiel. Das war jetzt ein kurzes Vergnügen, okay? Aber ich möchte natürlich auch für euch einen Stream in einer Qualität bereitstellen, wo hier nichts ruckelt und wo ihr einfach schön zuschauen könnt. Und das ist für mich gerade nicht so die Qualität, die ich euch bieten möchte. Deswegen verzeiht mir, wenn ich da jetzt Baldur's Gate einfach wieder ausmache. Aber das hat für mich jetzt so keinen Sinn. Mal gucken. Vielleicht hat auch mein PC allgemein keinen Bock mehr. Ich habe festgestellt, mein CPU-Lüfter ist ziemlich verstaubt. Ich brauche einen neuen oder muss den irgendwie sauber machen. Aber der Staub ist mittlerweile so tief in meinem CPU-Lüfter drin. Ich krieg den da nicht raus. Ich habe das schon mal probiert. Wir sind da mit der Pinzette dran gegangen und haben versucht, diese Staubmäuse aus den Metalllamellen von dem Kühlelement rauszuholen. Und der sitzt so tief da drin. Pazzi wollte mir einen neuen Lüfter für meinen Prozessor mitbringen. Mal gucken. Gibt so Luftspray im Computerladen. Das hilft nicht, das ist das Ding. Wir haben es versucht mit dem Luftspray. Wir können ja nicht von der anderen Seite den Staub rauspusten. Wir pusten den mit dem Luftspray nur weiter in die Lamellen rein. Nur weiter rein. Und das ist nicht das Ziel. Und wie gesagt, ich hab versucht, den schon öfter mal sauber zu machen. Aber ja, wir haben versucht, mit so langen Pinzetten das irgendwie, diese Wollmäuse da rauszubekommen. Weiß nichts zu machen. Und Valka, danke schön für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank dir und Hallöchen. Aber wisst ihr was, wenn wir Minecraft spielen, dann können wir auch einfach unser normales Mod nehmen. Wartet, gib mir mal einen ganz kurzen Moment. Gib mir mal einen kurzen Moment. Ba, ba, da. Ba, ba. Übrigens, meinem Finger geht's gut. Ich wollte mich auch nochmal für Sonntag bei euch entschuldigen. Das war zum einen von mir nicht professionell, dass ich mich da nicht so im Griff hatte. Und für mich war das auch nicht schön. Aber meinem Finger geht's gut. Der hat's gut überstanden. War nur halb so schlimm. war, glaube ich, auch nur der Schreck, so, dass es dann doch so weh getan hat. Ich habe halt, ja, der war so ein bisschen blau.
So, aber nicht viel. Das war wirklich nicht viel. So ein kleiner blauer Fleck. Und, ja. Das hat wahrscheinlich in meinem Kopf mehr weh getan als am Finger. Deswegen, ich trage halt auch Schmuck und Ringe und sowas. Und ich habe mir halt voll einen Stein von einem meiner Ringe in den Finger gehauen. Das war das Schlimmste eigentlich dabei. Deswegen, es war so eine oberflächliche kleine Verletzung von dem Stein von dem Ring, den ich mir in den Finger gehauen habe. Aber, ja. Mehr war es dann auch eigentlich nicht. Nur ein bisschen blauer Fleck und so, aber. Ja. Hauptsache, es ist wieder besser. Man sieht wirklich nur noch die letzten Reste von dieser oberflächlichen Verletzung. Alles andere ist weg. Also, das war schon am Mittwoch wieder alles in Ordnung. Eigentlich am Montag war schon alles wieder fein. Also, ja. Genau. Pat funktioniert leider bei dem Model nicht. Deswegen, also entweder gibt Fluffy dir die Punkte zurück oder ich löse es gleich nochmal für dich ein, wenn ich auf mein normales Model gewechselt habe. Jetzt würde ich es gerade noch machen, ganz kurz. So. Aber ich gelobe Besserung, was meine Wutausbrüche angeht. Ich hatte manchmal überkommt es einen halt einfach so. Aber ich gelobe Besserung. Ich möchte nicht mehr so viel ragen. Ich möchte nicht mehr so viel salty sein. Ich lasse mich manchmal sehr leicht auf die Palme bringen. Schon mit Suchen beschäftigt und heimzukommen, dann haut es einfach ab. Ja, ist halt jetzt so, gell, ist doof gelaufen, was soll man da sagen? Wir müssen halt, hätte ich halt den Baum irgendwie zumachen sollen, aber ey, ist ein Vieh in Minecraft. Also, braucht man sich jetzt nicht den Finger kaputt hauen für. So, warte mal. Lass mich mal. Habe ich mein Model abgelegt? Da. Da liegt mein Model ab. Okay. Ich wechsle gerade mal auf unser normales 3D-Model und dann, ihr habt jetzt hier schon die ganze Vinian-Oberfläche. Aha. So, ich blende das mal aus. Moment. So. Ich bewege mich im Hintergrund schon, aber ich muss noch das PNG-Model wegmachen. So. Bye-bye. Bye-bye, PNG-Model. So. Und dann, warte. Kapuze aus. So. Groß, jetzt bin ich bereit. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Okay. So, schön. Schön. Dann machen wir einmal was anderes. So. Nein, hallo. Mein Minecraft. So, dann aktualisiere ich noch ganz kurz den Streamtitel und dann sind wir bereit. So, spielen. Ich habe noch nicht geguckt, weil Hada, ich schaue es mir nach dem Stream an, okay? Nur im Stream ist es immer etwas doof. Deswegen, ich schaue im Stream nicht auf Discord, weil das halt auch immer sehr viel Ablenkung ist. Ich schaue es mir in aller Ruhe nach dem Stream an. Und dann schreibe ich auch gerne meine Meinung dazu in Discord. aber es ist immer ein bisschen schwierig, dann überall zu gucken und Discord, ich krieg da eh so viele Nachrichten. Wenn ich da jetzt immer irgendwie gucken würde, 1000 Pings und sowas, das, ja. Das wäre ein bisschen viel, da will ich einmal zumindest im Stream ein bisschen Ruhe von haben. So. So, Minecraft startet. Minecraft. Ich glaube, ich will heute einfach nur ein bisschen was bauen. Wir spielen heute einfach in der Singleplayer-Welt. Und dann gucken wir mal. Ich will einfach heute ein bisschen im Kreativmodus was bauen. Wir müssen was ausprobieren.
So, So, jetzt sind wir hier. Ich mach uns mal. Ich brauch noch Musik. Christmas Jazz Musik. Ein bisschen laut hier. Alter, das ist so schlimm. Auf der Arbeit heute gab es nur Weihnachtslieder zu hören. Ich, ja, deswegen quäle ich euch jetzt auch mit Weihnachtsliedern, weil ich das jetzt heute aushalten musste. Weihnachten! Ha! Schön! Genau. So, wir gehen hier runter. Haben wir jetzt Minecraft? Minecraft. So. Okay, Einzelspieler. War das die Welt? Muss mal kurz gucken. Welche Welt das jetzt war, in der ich... Ich hab so viele Welten. Schlimm. Ja, die war das. Guckt euch das mal an. Ich will hier ein bisschen weiterbauen. Ich will hier so ein schönes Zwergenbergdorf machen. Mir kommen schon die Phantome angeflogen. Weil ich nicht schlafen gehe hier. Genau, es ist einfach eine Kreativmoduswelt, in der ich mich einfach gerade so ein bisschen austobe. Ich baue sehr, sehr gerne im Survival. Aber manchmal hat man halt so Ideen und die möchte man dann auch einfach mal im Kreativmodus umsetzen. Und ich habe diese Berge hier gesehen. Die sind halt unglaublich. Und ich möchte hier in den Bergen... Eigentlich so komplett in dem Areal würde ich eigentlich gerne so eine Bergstadt bauen, die so in die Berge reingeht und drumherum und sich überall durchschlängelt. Das ist so die Idee dahinter. Ja, mal gucken. Ja, ich habe schon so ein paar Häuser. Hallo, Herr Creeper. Möchten Sie hier wohnen? Ja? Okay, das ist sehr schön. Hier wohnen die Monster bisher. Genau, ich hatte euch ja schon mal hier rumgeführt. Hier geht's so zur Mine. Hier ist ein Amboss, ein Schmiedetisch. Mal gucken, was man nicht alles so braucht. Ich wollte ja eigentlich noch irgendwie so Werkzeuge hinhängen, aber... Warum spawnt hier auch ein Creeper? Geh mal weg da. Bum, bum, bum. Ba, 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 ba. Ja. Tschüss. Ja, wahrscheinlich hier unten, gell? Du kommst von hier unten hoch. Moment. Hallo. Hier ist kein Durchgang für Sie. Ich packe hier mal einfach Zäune hin. Aber ja, hier unten geht es halt dann quasi rein, so in den Höhlenkomplex, in die Berge. Wie können wir hier runtergehen? Es ist halt ziemlich dunkel jetzt gerade, weil ich hier nichts ausgeleuchtet habe. So weit war ich noch nicht. Aber hier geht's tief runter. Guck mal. Au. Hier geht's noch weiter runter. Guck mal. Vielleicht... Oh. Ja. Hieß es nicht auch, dass hier unter so oder in so Bergbiomen so Ancient Cities öfter auftauchen? War das nicht etwas? Ich glaube, wir kamen von hier oben. Hier sind wir runtergesprungen. Aber ja, so, ich denke mir halt so, die ganzen Bergarbeiter oder sowas, die graben sich dann hier so durch und keine Ahnung, was die noch so machen. Singen ein paar Liedchen, so hi ho, hi ho, wir sind vergnügt und froh oder so. Geh mal da weg. Geh weg jetzt! Hab gesagt, bleib unten! So. Ja, ich weiß noch nicht, was wir hier machen. Das ist Fichte, ja. Wir machen hier einfach so ein paar Zauntore hin. So, dann ist das hier ein abgetrennter Bereich. Da kommt jetzt nichts hin. Keine Monster, kein gar nichts aus der Höhle. Ist sicher, falls sich dann doch mal jemand hier runter verirrt, der hier eigentlich, ja, nichts zu suchen hat. Schön. Schön, schön. Ja, das ist das erste Haus, was ich gebaut habe. Hier war einfach so ein Loch. Und ich dachte so, ja, da muss ich jetzt ein Haus drüber bauen. Und so hat das Ganze angefangen. Und ja, das ist so ein bisschen überwuchert mit so Büschen und Moos und allem auf dem Dach. Ich habe hier so ein Lagerfeuer als auf den Schornstein noch gemacht. Ich finde das sehr, sehr schön. Und ja, ich wollte mich jetzt einfach so ein bisschen am austoben, was das betrifft.
Hier unten ist auch ein Haus. Das habe ich hier irgendwie drunter gezimmert. Ich weiß noch nicht, was ich da reinmache. Es ist halt, also vielleicht ist da noch ein anderer Eingang zu irgendwas. Also hier sind Smaragde halt überall. Ich finde das richtig, richtig cool. Vielleicht mache ich auch noch so ein bisschen mehr rein. Einfach damit es schön aussieht. Aber ich weiß noch nicht, was ich hiermit machen soll mit dem Haus. Also es ist halt... besonders. Okay, natürlich, warte mal. Hallo? Dankeschön. Vielleicht, mal das ein bisschen... Ein bisschen verkleiden noch. Und hallo, Leon. Hallöchen. Papa, Papa. Ja. Was ist da noch so? Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier reinmachen will. Aber irgendwie muss man ja. Hier eine Treppe vielleicht noch hoch. Kann man zumindest mal sich hier irgendwie hinstellen und... Ich weiß ja auch nicht. Jetzt kann man hier aus dem Fenster gucken. So, vielleicht drehen wir das auch einfach hier so ab. Und was machen wir da hin? Also ich würde da gerne irgendwas hinstellen. Vielleicht. So ein bisschen Deko. Haben wir so einen Rüstungsständer? Rüstungsständer. Vielleicht, ist hier... Ja. Ausrüstungslager. Ich weiß ja auch nicht. Irgendwas in die Richtung. Wir denken uns schon eine Geschichte hierfür aus. Das geht schon. Mal gucken. Übrigens, mit dem Texturenpaket sieht das Netherholz, das grüne oder blaue, ich weiß es nicht, türkise, sieht hier richtig cool babyblau aus, aber ich glaube, ich würde dann mit sowas nur in der Singleplayer-Welt bauen, weil ich will ja auch, dass meine Gebäude bei anderen hübsch aussehen und nicht nur bei mir. Ja, ein bisschen das Ding. Oh, vielleicht können wir noch so Amethyst-Dinger hier reinmachen. Oh, das wäre doch richtig cool. Fang jetzt so ein paar Amethyst-Knospen-Blöcke noch so da rein. Dann, oh. Ich liebe es ja, so Höhlen zu verzieren. Amethyst. Wir machen jetzt so ein bisschen Lila hier rein. Nee, du nicht. Amethyst. So, ich will dich da reinmachen. So. Hey. Oh. Ja, machen wir gleich wieder neu hin da oben. Da kommt gleich wieder ein bisschen Kies rein. Kein Problem. Machen wir hier so ein bisschen Lila. Man weiß ja auch nicht, was man hier so hat. So eine Amethyst-Ader. Soll einfach hübsch aussehen, okay. Smaragderz. Ich glaube, ich platziere einfach noch mal so ein bisschen vereinzelt so ein paar Smaragde. So. Einfach mal gucken, was man draus machen kann. Einfach gucken. So. Weiter. Oh Gott, ich hab gedacht, Mann! Wir müssen ja gleich wieder ein bisschen Kies reinsetzen. Es fällt jetzt alles hier runter. So. Oh, das ist auch so hier. Lila, genau. Ein bisschen Lila. So. Hallo, darf ich hier rein? Dankeschön. Dann machen wir hier in die zwei Löcher wieder ein bisschen Kies rein. Dieses ist jetzt ein bisschen durchgefallen, aber naja. Genau, hier haben wir schon ein Tunnelsystem. Hier muss ich noch den Boden machen. Der ist aktuell noch aus normalem Stein. Damit kommt man hier wieder nach vorne. Ja, also ist aktuell alles so ein bisschen miteinander verbunden. So kommt man gemütlich von einem Ort zum nächsten. Kannst auch halt hier wieder hochgehen. Ich glaube, ich hatte euch das schon mal gezeigt gehabt. Kommst halt dann hier durch die Hintertür von der Kneipe. Hier hast du den Tresen. Keine Ahnung, was sie hier anbieten. Bier und Rum.
etc. Hier ist schon ein Fass angestochen. Hast du schon ein paar Sachen, so ein paar Becher auf dem Tresen stehen. Und ja, kannst dich einfach hinsetzen, ein bisschen was trinken. Und dann hast du hier das Bergbauregister. Ich habe keine Ahnung, es ist irgendein Amt, okay? Ich habe gedacht, es ist irgendein Amt oder so. Oder du gibst hier deinen, so ein bisschen Erlös von deinen Erzen ab, die du ausgräbst. So, du kaufst dir irgendwie so eine Lizenz hier zum Bergbau und musst dafür halt immer ein bisschen was von deinem Ertrag dann abgeben. Also wir könnten hier zum Beispiel Kohle und alles so reinlegen. Hier ist dann halt so das Lager, wo alles abgegeben wird. Ja, keine Ahnung. So das Bergbauregister. Und das ist halt das erste Haus, was ich gebaut hatte. Weil dann sind wir auch schon wieder hier. Viel gibt's hier noch nicht. Aber ja, mal gucken. Das ist so das Ding. Und ich streame wieder. Dankeschön dir für den verschenkten Sub. Vielen, vielen Dank. Louis, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit den Emotes. So, dann gehen wir wieder hier durch. Also ich finde, das ist halt alles sehr gemütlich hier. Können wir vielleicht noch einen Teppich reinlegen? Was wird denn da passen? Moosteppich. Aber so ein gut dunkelgrüner Teppich. Also ich glaube, das würde ich hier sehen. Ein kleiner Vorleger. Hier so vor der Bar, damit deine Füße nicht kalt werden oder so. Ich finde Teppich verlegen in Minecraft manchmal so schwierig, aber wir könnten den halt auch hier einfach weiter machen. Nö, vielleicht doch nicht. Lassen wir es einfach dabei und bei dem Läufer hier. So. Ist noch ein bisschen Abwechslung. Oh, Bilder können wir hier noch reinmachen. Ein Gemälde. Hallo? Mimi, ich kann hier alle Bilder gleich... Mann. So. Ups. Moment. Oh nein. Ich mach die gleichen Bilder hier. Oh, guck mal, das ist doch schön romantisch hier. Sitzt du da und guckst die Lavafälle an. Ja. Fühlt sich Ginger aber wahrscheinlich fast wie zu Hause. So ein Hundi. Ich mach mir doch ein großes Bild. Großes Bild hin. So, also ich finde das schön. Warum nicht? Ah! Mann, mach doch nicht den Stein dahinter weg. Na gut, dann... Wir müssen das halt wieder so machen. So, hier kommt eine Gitarre hin. Hier kommen die Lavafälle hin. So, schön. Die Barnische braucht nichts. Ich glaube, die braucht kein Bild. Die passt so. Kann man sich halt so hinterstellen. Ist ein bisschen eng hier, aber ja, es sind ja auch nicht viele Leute bisher in der Stadt. Vielleicht bauen wir auch noch eine große Taverne irgendwo hin. Aber ich stelle mir halt vor, so kommen dann die Bergarbeiter und die Bergleute dann nach dem anstrengenden Tag zurück und setzen sich dann erstmal hier rein hier und berichten sich, was sie so geschürft haben, welchen Monstern sie eventuell begegnet sind oder keine Ahnung was. Reden von schönen Frauen, wie auch immer, oder Männern oder irgendwas dazwischen, auch egal. Und ja. Das ist die Hintertür. Komm halt dann wieder hier runter. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier weitermachen. Habe ich schon irgendwie einen Weg gebaut, wie man hier runterkommt? Nee, noch überhaupt nicht.
Weil das wäre halt etwas, was wir jetzt auch noch uns vornehmen können. Wenn wir das zum Beispiel hier so fortsetzen. Den Weg. Und dann müssen wir halt irgendwie da runterkommen. So. Ich habe noch keine Ahnung. Noch kein Baldur's Gate? Nee, es hat wirklich extrem geruckelt. Ich weiß nicht warum. Aber es war halt extrem schlimm. Also auch das PNG-Model hat da nichts gebracht. Und deswegen haben wir es halt dann leider wieder ausgemacht. Weil ich will euch natürlich auch einen schönen Stream bieten, der nicht ruckelt. Und das war ein bisschen schade. Deswegen heute doch kein Baldur's Gate. Ich hätte es gerne gemacht. Aber was soll man da machen? Ich pack das einfach noch Stein drunter. So. Ist einfach ein bisschen blöd. So. Das ist da. Nee, nee, ich baue gerade in einer Singleplayer-Welt hier mit meiner Bergstadt so ein bisschen weiter. Bin gerade einfach so ein bisschen am herumexperimentieren mit Gebäuden. Ich will einfach nur entspannt irgendwas bauen und mir nicht noch irgendwie Gedanken um, keine Ahnung, Allies machen, die wegfliegen oder so. Das muss nicht sein heute. Hier noch so ein bisschen Kies mit rein. So, sieht hier ein bisschen abwechslungsreicher aus. So. Ja, noch so ein paar Smaragde zwischendurch. Wie gesagt, ich will hier noch so ganz viele Erze dann mit in die Wände machen. Wie gesagt, seit. Soll sowas wie eine Zwergenstadt sein. Dann machen wir da halt so ein bisschen Zeug noch rein. Ein bisschen Gold können wir noch machen. So vereinzelt. So ein bisschen was. Sieht einfach schön aus, wenn hier so ein bisschen was Erziges einmal ein bisschen durchlugt. Und hallo Ragnarök. Meinem Finger geht's gut. Ist das eine pure kreative Bauwelt? Ja. Ich habe mir einfach mal eine Welt erstellt, in der ich einfach nur baue. Worauf ich gerade Lust habe. Mich einfach kreativ austobe, ohne irgendwie in Materialien eingeschränkt zu sein. Und ja. Genau. Einfach mal bauen. Muss hier noch ein bisschen Terraforming betreiben. Okay. Dann kommen wir auch irgendwie hier runter ins Loch. Ist ja eine recht steile Treppe jetzt, gell? Hm. Ich überlege noch, wie wir das hier ein bisschen besser machen können. Ich bin mit der Treppe hier noch nicht so zufrieden. Hm. Ups. Fichte. So. Auch Minecraft spielen, aber ich muss Mails schreiben. Tja, Jan. Je schneller die Mails fertig sind, desto schneller kannst du Minecraft spielen. Ich weiß, die Logik funktioniert nicht immer. Ich spiele dann trotzdem lieber Minecraft, als Mails zu schreiben. Haben wir hier wieder so ein bisschen Kies mit rein? Ja, was wir sonst noch hier unten in das Loch reinmachen, weiß ich nicht. Können wir hier vielleicht so ein paar Säulen reinmachen? Vielleicht sieht das ein bisschen besser aus. Machen wir das Eisen mal hier weg. Keine mehr jetzt kein Leitmotiv, wäre schwierig. Das stimmt. Das stimmt. Ich muss Alex auch noch dran erinnern, der wollte eine Mail schreiben für mich. Mann. Ich glaube, der vergisst das wieder.
Muss ich denn vielleicht nach dem Streamer schreiben hier? So. Ja, irgendwie. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch sehr unsicher, was die Säulen hier angeht. Aua. Ja, vielleicht noch irgendwas anderes da drauf machen. Wenn ich jetzt hier so eine Stütze noch mit dran mache. So. Können wir da noch irgendwas hinmachen? Vielleicht. Ich weiß nicht, ob Zäune so das Geeignete sind, aber vielleicht Falltüren? Echt so? Oh, guck mal, das könnte was werden, oder? Ja? Also sieht besser aus. Falltüren sind eure Freunde. Dann kaschieren wir auch einfach, dass ich hier faul war und, ja. Obwohl, da kann ich nicht kaschieren. Moment. Fichte. Fichte ist einfach das beste Holz. So. Kaschiert. Sieht besser aus. Das hier auch noch. Nur hier wird schwierig. Hier können wir das nicht machen. Und wir machen das da und dann... Ich glaube, das ist ein Kompromiss. Nightbot. Hast du gerade Mitteilungsbedürfnis? Ich glaube, der Nightbot möchte euch was sagen. Ja, noch hier so ein kleines Geländer dran. Ich weiß nicht, wo es da hingeht. Mal gucken, was da noch für ein Haus entsteht. So, dann kommt man hier so runter. Und wie gesagt, was das Haus ist, ich habe keine Ahnung. Es sah so leer aus darunter. An der Stelle hier. Und da haben sich... Also, da war eine Höhle. Und da haben sich so viele Monster gesammelt. Und ich dachte so, ich weiß nicht. Irgendwie muss da noch was hin. Also habe ich diese kleine Hütte gebaut. Was da drin ist, denkt euch was aus. Keine Ahnung, vielleicht stelle ich euch die Welt zum Download zur Verfügung irgendwann. Wenn ich fertig gebaut habe. Und keinen Bock mehr habe. aber vielleicht können wir hier halt so Fässer stapeln. So, haben wir so eine Fasswand hin. Einfach ein Lager für alles. Ist halt jetzt sehr, sehr eng hier. Ah, doch ein bisschen was wieder weg. So. Oh, wartet mal. Kann ich... Rüstungsständer geht mal weg. Wenn ich jetzt da ein Fass hinmache, dann stelle ich die Rüstungsständer einfach auf das Fass drauf. Hm, guck mal. Das ist doch viel besser. Okay, dann haben wir jetzt hier so eine kleine, ja, wie gesagt, Vorratskammer oder was auch immer. Fichte. Ich glaube... Kann ich mit Mangrove hier noch was hinmachen? Also keine Ahnung, vielleicht mache ich hier mit einer anderen Holzfarbe irgendwas. Komm schon. Ein Blumentopf? Hallo. Blumentopf und... Mohn heißt es. So. Eine Blume. Bitteschön. Eine Blume. Keine Ahnung. Lagerverwaltung. Nehmen wir noch ein Itemframe und ein Buch mit Feder. Dann packen wir das darauf. So. Bitteschön, wenn ihr euch was rausnehmt, tragt es im Register ein. Für die Inventur, okay? Ist wichtig. So. Warte. Den Itemframe hätte ich noch nicht wegschmeißen sollen. Wir können halt hier noch andere Sachen irgendwie hinhängen. Werkzeuge oder sowas. Pflastern hier die Wand zu. Mit Itemframes. So. Kann ich
Ahnung, hier können wir vielleicht sowas wie Spitzhacken hinhängen. Ich werfe mal Goldspitzhacken. Die sind zwar richtig useless, aber sehen fancy aus. Was brauchen wir noch? Vielleicht eine Schaufel? Schaufel. Nehmen wir auch eine Goldschaufel. So. Packen wir das so in eine Reihe. Ich brauche hier noch Licht. Was ist das hier? Wollte ich da vielleicht ein Fenster reinmachen? So. Soll da ein Fenster rein? Sieht sehr schön aus, das Fenster. Guck mal, da kann man so viel sehen. Oder habe ich einfach nur ein Loch in die Wand gemacht? Egal, es ist ein Fenster. Guck mal. Schön. Habe ich... Moment. Doch, ist richtig mit Fichte. Ist richtig mit Fichte. Was brauchen wir noch für Werkzeuge? Da können wir mal bei Rüstung gucken. Wir packen hier einfach eine normale Eisenrüstung drauf. Auf die Rüstungsständer. So. Kriegt ihr dann Helm und eine Brustplatte. So. Weg damit. Mein Bauch knurrt. Ich habe Hunger. Ich habe richtig Hunger. Aber heute gibt es was Gutes zu essen. Heute gibt es schön Lachs mit Kartoffeln und Bohnen. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Eisengitter. Oh. Also wir könnten hier natürlich auch Eisengitter vormachen. Ist denn das etwas andere Haus? Mit den Eisengittern. Diebstahl gesichert. Diebstahl gesichert. Eine Eisentür? Wie gesagt, wenn das ein Lagerhaus ist. Diebstahlsicherung. Man weiß ja nicht, ob man hier so ein paar... kleptomanische Zwerge oder so hat. Alles der Sicherheit. Ja, genau. Ich mache mal gerade eine Pizza, hab voll Hunger. Ja. Habe ich heute was gegessen? Oder bin ich schon wieder... Ist heute schon wieder so ein Tag, an dem ich einfach das Essen vergesse? Ich glaube, ich habe heute nichts gegessen. Aber wo packe ich den äußeren Hebel hin? Da macht er ja nur die Falltür auf. Das soll er ja nicht. Muss ich die Falltür... Nee. Vielleicht muss ich die wegmachen. Crazy Killer, dankeschön für den Resub und die 17 Monate. Ich kann schon nicht reden. Ihr seht schon, die ganze Arbeit und mehr Arbeit, die tut mir nicht gut. Aber wenn man mehr arbeitet, hat man auch mehr Geld. Also das ist zumindest etwas. Packen wir hier auch noch Laternen drunter. So, Beleuchtung. Hallo, der ist auch Beleuchtung. Nee, ich glaube, ich habe heute nichts gegessen. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, was gegessen zu haben. Nee, ich glaube, die Tür machen wir weg. Die Eisentür kommt weg. Reichen Gitter. Aber hier wird eine Fichtentür hin. So. Was machen wir hier noch rein? Was kann man noch für Werkzeuge gebrauchen? Machen wir hier noch Äxte hin. So. Wie gesagt, aus Gold, weil es fancy aussieht. So. Schön. Ja, wenn man sich hier was rausnimmt, dann bitte eintragen, gell? Ich kann man hier noch ein bisschen was reinmachen, aber das ist... Ja, da kommen wir später zu. Da ist schon so eine Knospe dran gewachsen. Okay. Ich wollte gerade gucken, ob ich hier irgendwo noch Laternen eher an die Decke hängen kann. Als Beleuchtung hier in der Höhle. Ich will aus der Höhle noch irgendwas machen. Ich will die nicht einfach zuhauen. Wir machen mal die Fackeln weg. Die habe ich nämlich einfach nur gestellt, damit die ganzen Monster hier nicht mehr spawnen.
So. Irgendwas will ich hier draußen noch machen. Mal gucken. So. Ich mache hier einfach so eine Holzsäule hin. Dann ist das so schön abgetrennt. So. Das noch weg. Kommt man da besser rein. Hier läuft irgendwas. Ich sehe und höre Schritte. Kann ich? Ich werde, dass da eigentlich auch was wächst. Also das soll ja hier nicht komplett zugedingst werden. Aber vielleicht kann ich hier Eisengitter hinmachen. Jetzt kommt da keiner mehr durch. Ist geheim. Ist geheim, was dahinter ist. So. Vielleicht doch. Jetzt habe ich die. Mann! Jetzt habe ich die blöde Spitzhacke in der Hand, in der ich die nicht haben möchte. So, dankeschön. Ich ersetze hier die Stufen noch durch Fichte. Noch die da. Dann sieht man eher, wo es lang geht. Auch wenn das hier nicht gut gelöst ist, aber. Oh, wartet. So sieht's besser aus. Das sieht ein bisschen gewollt aus. Und nicht wie, ach, ich hau da einfach mal zufällig was hin hier. So, machen wir das noch so. Sieht besser aus. So. Muss da eine Treppe sein? Ich glaube nicht. So, machen wir doch keine Treppe hin. Hier komme ich nicht hin wegen dem Zaun. Genau, das ist richtig. Irgendwo Licht. Licht? Hier in die Ecke noch ein bisschen Licht? Ja. Licht. Und hier unten Licht? Wir brauchen überall Licht. Licht, Licht, Licht. Aber vielleicht kann ich von außen hier hinten das Licht reinstellen. Und dann fällt das durch das Gitterfenster durch in den Raum hier. So, perfekt. Guck mal, Licht. Haben wir einen neuen Mod im Team? Nein. Wir haben keinen neuen Mod im Team. Bisher. Wüsste ich jetzt auch nichts von. Okay. Was haben wir da noch aus? Was können wir denn hier noch bauen? Also, hier würde sich vielleicht noch was anbieten, reinzubauen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was das hier wird. Aber irgendwas wird es. Hier ist so ein Höhlensystem. Das habe ich jetzt zugemauert. Also, ich hab hier zugemacht. Künstlich. Ich kann das noch so ein bisschen aussehen lassen. Jan war schon immer Mod. Also, Jan war schon immer Mod, genauso wie Bubo. Schon seit Stunde 1. Jan ist ja Mitgründer von Mona gefühlt. So. Das noch so. Ja, da war halt. Ich habe halt hier diesen Gang gebaut und dann bin ich halt auf die Höhle gestoßen. Deswegen habe ich dazu gemacht. Brauche ich nicht die Höhle. Ich habe hier meinen Ausgang und dann mal gucken. Okay, haben wir das auch? Ich will noch mehr. Ich will noch mehr Smaragde. So. Packen einfach noch mehr Smaragde rein. So. Nein, da rein. Smaragde sind toll. Oh ja, guck mal, das sieht doch besser aus. Wir machen ja alles voll mit Erzen. Eisen, komm her. Ich wusste nicht, dass das Jan ist.
Ist okay. Hier beim Eisen kann man auch so ein bisschen mehr verteilen. Jetzt haben wir noch eine Eisenader. So, oh, guck mal. Passt ja. Hier würde ich auch noch gern was drauf machen. Guck mal, das bietet sich doch auch an, hier irgendwie ein Haus drauf zu setzen auf den. Auf das kleine Ding hier. Ich will da jetzt ein Haus hinbauen. Guck mal. Ich sag, ich will, dass da ein Haus sitzt, also sitzt da gleich ein Haus. So. Noch eine Smaragdader. Naja, guck hier, Smaragde. Und so. Aber ich weiß nicht, ob Smaragde in Adern vorkommen. So. Hier entsteht jetzt ein Haus. Oder ein Turm. Mal gucken. Ausmaße noch unklar. So. Bisschen wieder Terraforming. Wir wissen ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und auch das Terrain. Wenn mir der Hügel nicht passt, dann kommt er eben weg. So. Genau. So, machen wir erstmal wieder so ein Grundgerüst. Ihr kennt ja das Spiel. Es ist bei mir aber die gleiche Prozedur. Ja, gleich eine Kirche. Eine Kathedrale? Da? Eine Kathedrale auf diesem Berggipfel? Oder dahin? Auf den da und dann... Okay. Wir müssen ja nicht gleich übertreiben. Wir müssen nicht übertreiben. So, es geht einfach jetzt da rein. So. Schön. Wie gesagt, Ausmaße von dem Haus unbekannt. Ich weiß nicht, wie und welche Ausmaße das haben wird. Vielleicht sag ich auch so, ja. Ich will, dass das hier nochmal kurz rausguckt. So. Ich will da ein Fenster oder so haben. So. Schön. Da sehe ich uns schon. Wenigstens müssen wir hier jetzt keine Materialien dafür sammeln, wenn wir das machen wollen. So. Okay. Mal gucken. Puh. Ja, muss ich mal gucken. Wir hatten, glaube ich, Eiche dafür gehabt. Aber man kann auch mit was anderem noch rumprobieren. Wenn ich jetzt Bruchstein nehme. So, machen wir da die Tür rein. Weiß noch nicht, was ich mit dem Striezelstein hier mache. Ich glaube, ich lasse ihn einfach stehen. So sieht der Striezel aus. Wir müssen das alles so ein bisschen versetzt machen. Bap, bap. Und dann tragen wir halt hier den Berg ab. So. Ist ein bisschen schmal hier, aber wir können im Berg uns hier weiter ausbreiten. Ich muss nur die äußere Hülle vom Berg stehen lassen. Deswegen mal gucken. Ich baue mal von der Seite auch noch hier rein. So. Okay. Mal gucken, wo wir dann rauskommen. Hallo. Okay. Jetzt haben wir hier schon mal so einen groben Anhaltspunkt, wie groß es werden könnte. Moment, slash time set day. Machen wir mal wieder Tag, damit wir was sehen. So. Ich muss mal gucken, wie
groß, wir das hier machen können. So, das war der Striezel. Dann machen wir halt einfach kein also, wir machen hier in die Mitte ein Fenster und dann ist halt hier so ein bisschen Stein noch drin. Wie gesagt, das Haus ist so in den Berg hineingeschlagen. Das ist das Schöne daran. So, dann machen wir... Hören wir es einfach nur weiter aus, so wie wir es brauchen. Eigentlich brauche ich auch nur hier so den Stein. Mal gucken. Mal gucken. So, weg damit. Was hier reinkommt, vielleicht wird hier auch einfach ein Wohnhaus draus. Die Leute müssen ja auch irgendwo wohnen. Die Leute müssen ja auch wohnen. So. Warte, Eiche. Ja, wir probieren aus. Wir probieren aus. Also die eine Ebene trage ich jetzt auch noch ab. Dann können wir da irgendwie noch eine Decke reinmachen. Da kommt eh ein Dach irgendwie noch drauf. Vielleicht soll ich das Dach erst bauen und dann gucken, wie wir das hier innen machen. Ist wahrscheinlich schlauer. Machen wir da so ein kleines Dach drauf und dann... Ist es ein Haus im Berg? Ja. Ups. So. Das kommt da hin... Auch sowas hin. So. Ja, hier müssen wir halt dann gucken, wie es aussieht. Ich kann das so machen. Haben wir zwei Fenster. So. Hier sieht man es auf jeden Fall von außen. Deswegen muss das da noch geändert werden, das Holz. Ja, mal schauen. Ich kann hier noch eine Säule reinsetzen. So. Mal gucken. Wie habe ich das denn hier unten gemacht? Ich glaube genau so, gell? Ah. Mehr oder weniger. Direkt unterm Dach habe ich nur Falltüren. So. Die Treppen kommen nämlich da dran. Ja, und dann gucken wir mal. Hab ich? Da. So. Machen wir das schon mal? Blub, blub. Falltüren dran. Falltüren. Falltür. So. Sieht alles schön einheitlich aus. So. Bup. Ja, da muss ich gleich mal gucken, wie ich da dran komme. So, hier müssen auch noch die... Ah, Balken hin. Dankeschön. Dach. Dach, Dach, Dach. Wie machen wir dich? Einfach so ein Spitzdach? Ich weiß nicht, wie hoch das Dach dann wird. Müssen wir gleich mal gucken. Wir das ja alles in einem einheitlichen Stil behalten hier. So. Ja, machen wir das so. Oder... Ja, nee, wir lassen es einfach so. So. Okay. Sind da noch die Falltüren drunter?
Und bis zum Stein dann. So. Okay. Ziehen wir das einmal. Na komm schon, in den Dachstuhl hier rüber. Und dann noch von der anderen Seite einmal. Und da, wo jetzt hier die Säule ist, machen wir einfach noch in der Mitte auch noch so ein Holzding rüber. Einmal hoch. So. Jetzt häng ich da dran. So, wunderschön. Guck mal, das Haus nimmt Form an. Es nimmt Form an. Irgendwas schaut mich immer noch. Ist hier was? Moment. Ich muss kurz was gucken. Ich muss kurz was nachschauen. Wenn wir das jetzt so machen. Sieht das dann besser aus? Ja, es sieht schon besser aus. Machen wir das so. Dann machen wir es halt noch ein bisschen höher. Es hat mir jetzt gerade gestört, dass das nicht so ist wie bei den anderen Häusern hier. Da habe ich überall noch so einen normalen Block obendrauf. Hier bei denen auch. Das ist eigentlich immer der gleiche Dachgiebel. Es geht so... Ja. Mal gucken. Immer das gleiche Rezept dafür. So. Also ich kann verstehen, warum deutsche Städte teilweise Richtlinien für Dächerfarben und so haben und du nicht einfach dein Dach in irgendeiner beliebigen Ziegelfarbe decken kannst. Also habe ich schon Verständnis für. Das wäre ja auch nicht mehr schön, wenn das nicht einheitlich aussieht. Also, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder jetzt machen könnte, was er will? Das wäre ja schrecklich. So, da muss noch ein Balken hin. Damit es sinnig aussieht. So. Okay, dann gucken wir mal. Machen wir das jetzt nochmal. Sieht aus wie bei Fallout 4. Ja, wie gesagt, das ist, das geht nicht. So. Genau, da ist dann Schluss. Okay. Nein, nicht runterfallen. Dankeschön. Oh, warte. So. So ist richtig. Ich war gerade verwirrt. Habe ich einen Fehler gemacht? Passiert. So. Genau. So. Ja, und alles an Stein, was da drunter ist, kann halt eigentlich auch weg. Weil das sieht halt keiner. Also, wenn wir noch einen Dachboden machen wollen... Ist ja auch möglich hier. Das gleiche machen wir jetzt auch noch hier an der Stelle. Ups. Muss ja nicht sehen, wie das... Obwohl... Ja, vielleicht können wir... Doch noch irgendwie schauen, dass wir das hier sinnvoll vereinigt bekommen. So, dann sieht's so... Guck mal. Minecraft-Logik ist auch eine Logik. Wenn man jetzt von oben drauf guckt, dann sieht das schön sauber aus mit dem Dach. Man hätte es auch einfach so lassen können, aber nein. Das kommt mir hier nicht in die Tüte. Das gibt's nicht. Dann machen wir, warte, wie viel ist da jetzt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann, ja. Haben wir da auch noch so ein angedeutetes Dachding sie hin. Auf der anderen Seite sieht man es nicht.
guck mal, aber doch ist schon die grobe Dachform hier fertig. Ah, das sieht so schön aus. Ich mag diesen Höhenunterschied. Ich komme immer wieder auf meine Maus. Also falls ich mich auf einmal so komisch wegdrehe, das ist einfach nur, weil ich irgendwie an meine Maus komme und das alles verschiebe. Aus Versehen. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Habe ich noch irgendwas übersehen? Hier. Da müssen wir das noch machen. Und ich glaube, sonst war es das fast schon. Hier habe ich auch noch die Dinger hingemacht hier. Die Falltüren. Mehr habe ich da auch nicht. Obwohl, hier hab ich... Ne, komm, lassen wir die weg. Wir haben die unten schon. Wir brauchen die oben nicht auch noch. Obwohl es besser aussieht. Okay, ne, wir machen die doch wieder hin. Sieht besser aus. Sieht besser aus. So. Ja. Habt ihr schon recht. Auch wenn ihr gar nichts gesagt habt. Ich weiß, dass ihr es gedacht habt. So. Lass mal ein bisschen... Da muss ja keiner wissen, dass da ein Stein vorher war. Hier gehören Laternen dran. So. Habe ich da sonst noch irgendwas dran gemacht, wenn da jetzt keine Laternen hingen? Eine Treppe von unten. Okay. Kommt da noch eine Treppe hin. Ich glaube, es wäre nur konsequent, wenn wir hier noch den Balken andeuten, der da stehen würde. Das wäre nur konsequent. Und dann machen wir da noch eine Fackel, eine Laterne hin. So. Und das da noch. Ich flieg mal ganz kurz hier rüber und klau mir ein Steinchen, gell? So. Oder kann Gedanken lesen. Ja. Ich, kann eure Gedanken sehr, sehr gut lesen. Da fehlen die Falltüren. Kommt her. Hier brauche ich keine, aber Steinchen. Knöpfchen. Ach, so schöne Knöpfchen. Ups. Ah, wisst ihr was? Wisst ihr was? Das muss halt schon... Das muss halt schon. Ich finde es so schöner. Es ist irgendwie schöner. So. Ja. Okay. Haben wir das auch. Wo packen wir hier unseren Kamin hin? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht hat er auch gar keinen Kamin. Vielleicht hat das Haus auch gar keins. So. Okay. Ja, mit dem Stein müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier nicht aus Versehen den Berg noch weiter abtragen. Deswegen, hier können wir das nicht machen. Ich muss jetzt immer mal so eine Stichprobe machen, ob wir den Berg quasi noch weiter aushöhlen können. Ob wir da noch irgendwie Raum bekommen, den wir nutzen können. Oder eben nicht. So. Die Fenster mache ich da mal mit so Treppen, die ich von oben dann noch so verkehrt rum dran setze. Einfach damit es irgendwie eleganter aussieht. Sieht nicht so komisch aus, finde ich. Verbindet sich das nur hier mit der Fichtentreppe. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich glaube, andersrum wäre es komischer, wenn es das nicht machen würde. Und dann mache ich da einfach Zäune rein. Wer braucht schon Glas? Glas wird überbewertet. Zäune sind die neuen Fenster. Bisschen zugig, aber naja. Kannst ja nicht alles haben. Auch noch warm im Winter im Haus haben. Puh. Ich glaube, es hackt hier. So. Puh. So, wir müssen uns halt nur Gedanken darum machen, was man von außen sieht.
Zum Beispiel hier, da kann ich das nicht machen. So. Ich ziehe aber einfach mal die Balken hier so weiter. So. Setzen wir hier einfach einen Balken hin. So, dahin machen? Keine Ahnung. Ein Regal vielleicht? Hallo, Nebenratte. Willkommen. Fällt das von außen sehr auf, wenn ich das jetzt so mache? Nicht, wenn wir einfach einen Stein hinsetzen. Terraforming. So. Es regnet natürlich. Es muss immer regnen. Und Dankeschön noch an Crazy Killer. Habe ich dir eben gedankt? Ich weiß es gar nicht mehr. Dankeschön für die 17 Monate auf jeden Fall. Und auch Xenopap. Dankeschön für die 15 Monate. Dankeschön. So. Ich bin vergesslich. So. Oh, das ist einfach wieder weg. So. Hast du aber doppelt hält besser. Na dann, seht mal. Ich bin so fertig von der Arbeit. Ich kann mir nicht mal merken, ob ich wem jetzt schon gedankt habe oder nicht. Also passiert. So, ich mach mal das Dach zu, damit sie nicht so reinregnet. Oh Gott. Gasta, danke schön für 50 Euro, weil ich bin hier so entspannt am Bauen. Auf einmal machst du hier Party, aber danke schön. Vielen lieben Dank. Oh Gott, entspannte Party. Hilfe! Es ist ein Überfall. Ich werde überfallen. Helft mir jemand. Aha. Da muss Minecraft halt mal warten, ganz kurz. Karamell tanzen! Yeah! Hilfe, mein Tracking kommt gar nicht mit hier! Ich kann einfach nur so mit dem Kopf wackeln. Das kann das Tracking. Alles andere nicht. Ich glaube, mein Mikrofon hängt im Weg. Moment. Ja, jetzt funktioniert es besser. Oh Gott. Hilfe. Ist da der Bär? Ja, ich wurde hier mit einer Party überfallen. Karamell tanzen. Yeah. Karamell tanzen. Einfach dieser Buffed Wiggle. Hilfe. Karamell tanzen. Vielleicht sollte ich einfach so eine ganz schlechte Übersetzung von machen. Na, danke schön, Cluster. Oh, danke
Dankeschön, Dankeschön. Oh Gott, ja, es war ja auch am Mittwoch war Nikolaus. Aber. Da, 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 da. Oh Gott. Nox! Nox macht weiter Party. Sie amputierten ihm sein letztes Bein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen. Ah, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Oh Gott, Hilfe. Und leise rieselt der Schnee und so. Dankeschön, Nox. Vielen, vielen Dank. Oh, und willkommen. Ich muss erst wieder richtig hinsetzen. So. Chat, seid ihr der Meinung, Party ist vorbei oder ist Party noch nicht vorbei? Sollen wir weiterspielen oder soll ich noch warten, bis ihr fertig seid? Also, ich frage lieber, bevor wir hier tausendmal das Spiel unterbrechen. Dankeschön euch. Hau noch einen Crab Rave hinterher. Ja, komm. Ein Crab Rave geht noch. Badababababababada. Kommt noch was, ja, das ist die Frage, gell? Aua, wo, ich hab mich. Hab einen Papierschnitt am Finger. Weiß aber nicht, woher. Im Discord hatte ich was hinterlassen. Discord ausgemacht eben. Ich hab Discord ausgemacht. Wirklich beendet, weil ich, Gott. Jetzt gucke ich doch während dem Stream in Discord. Ich habe gesagt, ich gucke während dem Stream nicht in Discord. Aber vielleicht ist was Wichtiges. Wenn die Mods was schreiben, muss man trotzdem mal gucken. So, Moment. Ich krieg doch nichts mit. Ich habe jetzt meine Anja umgeschubst vor lauter hier. Die arme Anja ist einfach vom Koffer gefallen, hat ihren Hut verloren. Mensch. So. Discord, startest du? Pings! Pings! Ich hasse Pings! So. Ein paar Geschenke von deiner Community eigentlich zum Nikolaustag gedacht. Ja, das ist doof gelaufen, gell? Okay, aber ich würde sagen, ich habe mal ganz kurz reingeguckt. Wir gucken das uns einfach am Sonntag an, wenn wir Advent haben. Okay, am zweiten Advent, am Sonntag gucken wir uns das gemeinsam an. Ist das ein Deal? Dann haben wir alle Ruhe und es ist weihnachtlich und alles. Auch wenn wir es dann nicht am Nikolaustag machen, am zweiten Advent ist doch auch schön, oder? Dann gucken wir uns das da alles an und ich muss mal schauen hier. So. Weil vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr überhaupt was gemacht habt hier. Das ist, finde ich schon sehr, sehr gut. Süß, gell? Gute Idee. Finde ich auch. Wir gucken uns das einfach dann am Sonntag in aller Ruhe an. Wenn du so lange ohne Schuhe rumlaufen kannst. Ja. Ich laufe gern barfuß. Ich muss gerade überlegen, was ihr meint. So, Moment. Wir machen einfach mal weiter hier. Ich setze mich wieder klein in die Ecke und dann gehen wir wieder in Minecraft rein. So. Es regnet immer noch. Guck mal, wir haben Party gemacht und Minecraft regnet immer noch, weil die Welt halt pausiert. Ist leider nicht so wie beim Server, dass das einfach weiterläuft und dann regnet es vielleicht nicht mehr. Schade eigentlich. Schade, schade. Naja. So, ich brauche noch einen normalen Cobblestone. Gib mal her. Dankeschön. Bop, 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 bop. Wir sperren einfach den Regen einmal aus. Warte, ich muss noch wieder die Musik anmachen. So. Die Weihnachtsmusik brauchen wir wieder. Ah, Mist, jetzt hab ich die Stufe schon wieder weggemacht. So. Du kommst weg. Und wir gucken mal, was wir dann innen machen in dem Haus. Aber erstmal außen die Hülle. Und dann guckt man mal. Ja, guck mal, sieht doch schick aus hier. Sieht doch schick aus. Schickimicki. So. Wir haben halt
Platz für ein Obergeschoss. So, genau, bis hierhin. So, mal gucken. Also das können wir alles noch wegmachen hier. Ich muss halt mal schauen, was wir hier abtragen können, ohne Probleme zu bekommen. Hier haben wir noch kein Dach hingemacht. Ja gut, Moment. So. Hier müssen wir den Regen noch ausschließen. Du darfst nicht rein, hast Hausverbot. Und, unten können wir noch ein bisschen was abtragen. Und das kann auf jeden Fall hier weg. Damit das von innen richtig aussieht, müssen wir es eigentlich so machen. Treppe. Blub. So, und von innen machen wir einfach nochmal einen Cobblestone rein. Aber dann sieht es halt auch von innen in Ordnung aus. Ich da jetzt reinmache, weiß ich nicht. Boah. Okay. Und Hallöchen alle, die jetzt noch dazukommen. Hallo. Hallo, hallo. Ja, das beachten wir einfach. Ne, so, guck mal. So. Machen wir das so weg. Machen wir das halt so weg. Da drin ist, ey, keine Ahnung. Wie gesagt, von innen kommt noch. Weil ich gerade was wir hier eventuell noch machen können. Das kommt noch weg. Ach ja. Moment. Lösen wir das hier einfach so? Hier kommt halt noch so eine. Hier, Holzmuster hin. So. Bitteschön. Ist jetzt ein bisschen Friemelei. Wenn man da gucken will, was man noch ersetzen kann. Aber naja. Mal schauen. So. Kann der Regen jetzt mal bitte aufhören? Ich habe keinen Bock mehr auf Regen hier. Ich hab schon so genug Regen in meinem Leben. Ist okay. Reg dich nicht so auf. Ist nicht gut für dein Herz. Hier, Zombie. Ja. Dankeschön. Mach mal einfach so ein Fenster hier rein. Guck. Schön. Das wird was. Der Regen macht das so schön gemütlich. Ja, weil ich sehe so wenig. Das ist halt bei mir immer die Krux mit dem Regen. Ich sehe da nichts. Ich sehe nicht, was ich mache. Es ist, ja, doof. Und der rieselt so blöd im Ohr. Nachtsichttrank. Ja, ist egal. Warte mal. Guck mal, ich kann auf Tag setzen. Regnet es jetzt noch? Nein.
regnet weiter. Das ist nicht dein Haus! Herr Skelett, das ist nicht ihr Haus! Es müsste schneien. Ja, eigentlich müsste es schneien hier. Warum schneit's nicht? Ab wann schneit's? Wie hoch müssen wir? Ich will Schnee. Hallo? Irgendwie will ich hier keinen Schnee. Ich glaube, wir sind noch gar nicht so hoch gewesen in den Bergen. Gib mir Schnee! Da kommt kein Schnee. Es kommt kein Schnee! Hm. Wir sind mittlerweile oben angekommen oder so. Kann ich noch höher fliegen? Hui! Guck mal, jetzt geht der Regen nach oben. Oh! Klatsch. Hey, ich bin bis abgekommen hier. Kannst du auch anstellen, oder? Was kann ich anstellen? Ausstellen, meinst du? Ja, aber ich weiß den Command-Card nicht, deswegen habe jetzt keinen Bock, den rauszusuchen. Ich bin gerade ein bisschen faul. So, hier mal so ein bisschen Boden raus. Einmal Boden bitte, dankeschön. Ja, Neorat, das ist jetzt natürlich ungünstig, gell? Für mich. Ja, egal. Was brauchst du eigentlich? Ein Bergwerk? Ich baue einfach, worauf ich Lust habe. Das ist so die Welt, in der ich einfach in Creative für mich hinbaue. Und ja, es soll jetzt so eine Bergbaustadt sein irgendwie. Und ja, mal gucken, was man draus macht. Ich hab halt diese Berge entdeckt hier und ich dachte halt so, boah, da musste halt schon eigentlich was draus machen. Und was bietet sich besser an, als im Berge einfach so Sachen reinzubauen hier? Ist auch nicht. Also so Häuser und Tunnel und alles. So, eigentlich muss ich hier halt auch eine Wand reinmachen. Ups. Eigentlich muss hier eine Wand rein. So, kann ich hier noch weiter abbauen? Kommt hier schon das Smaragd, den ich gesetzt habe? Ich muss mal kurz gucken. Ich will es so richtig machen. Ups. Wie gesagt, hier kann man ein bisschen schummeln. Es muss nicht logisch sein, wie wir das hier aufbauen. Aber naja, mal gucken. Ich muss noch gucken, wie ich das hier hinbekomme mit dem Dach. Das weiß ich jetzt noch nicht. Eigentlich muss ich jetzt zumachen. Keine Ahnung. Wir stehen jetzt hier.
Was mache ich denn jetzt hier? Muss uns überlegen, wie ich jetzt hier den Boden drauf mache. Fangen vielleicht erstmal mit Beleuchtung an, dann sehen wir auch was. Hier mal so ein bisschen Licht hin. So. Können wir doch einfach ganze Fichtenblöcke reinmachen. Ich glaube, dafür haben wir den Platz auch. Das ist okay. Wenn wir hier einfach ganze Blöcke nehmen. Ich will uns immer ein bisschen platzsparender bauen, aber ich glaube, hier können wir uns das leisten. In dem Haus. Einfach ganze Holzblöcke zu nehmen. Hallo, Kirillo und Stella. Hallöchen. Kann ich hier einfach den Weg nach oben bauen? Nee, nicht wirklich. Das geht nicht. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Licht. Licht da dran und hier kommt Licht und da kommt Licht. So. Okay. Ja, ich habe nur keine Ahnung, was ich hier hinmache. Es soll ein Wohnhaus irgendwie sein. Vielleicht, also wir brauchen auf jeden Fall eine Treppe. Ich kann mir die hier so hinmachen. Habe ich irgendwie... Ja, nehmen wir die gute alte Fichte, gell? Ja, die gute alte Fichte. So. Bitteschön, Treppe. Ist da mitten im Raum jetzt hier? Obwohl, hier könnten wir die Treppe hier rein versetzen. Moment. Hier könnten wir es uns erlauben, ein bisschen was vom Berg noch wegzunehmen und das so zu regeln. Ich glaube, das ist besser. So, dann ist sie nicht so mitten im Raum drin, die Treppe. Haben wir hier einfach eine Treppe so dran. Okay. Ah, jetzt ist aufgehört zu regnen. Guck mal. Guck mal einer an hier. Es hat aufgehört zu regnen. Ich mache hier einfach Eichenholzbretter hin. Ups. Ja, was sie hier machen. Fragt mich nicht. Mann, zu. So, machen wir. Ich keine Ahnung habe, wie ich das hier ordentlich bauen soll. Da ich das jetzt im... Dass wir jetzt hier so ein bisschen geschummelt haben. Ist ein bisschen kritisch geworden. Machen wir das einfach so. So, ich habe weiter geschummelt. Und es wird weiter geschummelt. So, machen wir das einfach so zu. Dann brauchen wir uns darum keine Gedanken zu machen. Vielleicht mache ich hier noch, einfach damit es irgendwie besser aussieht, noch Fichte lieber hin. Wo diese Dachdinger sind. Müsste ja dann hier auch sein. Also nochmal raus, Moment. Aber es ist dunkel. So. Ist mal wieder auf Tag. Aber der Regen ist weg. Ist wenigstens etwas. So. Bitteschön. So, hier hatte ich jetzt zugebaut, gell?
Habe ich einfach von außen so ein paar Steine hinzugesetzt. Machen wir nochmal Terraforming hier. So, jetzt braucht sich da keiner mehr drum kümmern. Bitteschön. Perfekt. Wir pfuschen nicht, wir passen zu den Gegebenheiten an. Das stimmt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Genau die Einstellung möchte ich hier haben. Das ist die richtige Einstellung. Ja, die Form in dem Haus ist ein bisschen krumm und schief, aber wie gesagt, es soll ja ein Wohnhaus sein für eine, bestimmt so eine Zwergenfamilie mit 7 Kindern. So, warte mal, wenn wir jetzt so ein paar Betten nehmen, einfach mal dunkelgrüne Betten. Machen wir hier das Elternschlafzimmer. Muss halt noch irgendwie abtrennen. Dann können hier irgendwie zwei Kinder schlafen. Wenn ich... Wartet mal. Was ist da für eine Falltür? Aber... Okay, so kann ich noch laufen. Das ist okay, dann machen wir das so. Mach ich da eine Falltür hin. Wie hoch die Miete ist. Ja. Frag nicht. Vielleicht kann... Hier noch ein Bett hin. Ich muss noch gucken, wie wir das mit den Kindern machen. Zwerge haben 7 Kinder. Die muss ja richtig langweilig sein. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das hier läuft. Dann können wir noch ein Zimmer reinmachen. Wo können wir noch Kinderbetten hinstellen? Hier. Einer schläft im Flur. Weiß ja auch nicht. Mal gucken. Ein Hochbett draus. Hochbetten, ja. Das kann Hochbetten. Aber hier passt es nicht. Hier kann man kein Hochbett hinmachen. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt die Zimmer abtrennen. Die Treppe kommt hier hoch. Und ich halte jetzt... Wenn ich das jetzt so mache. So. Haben wir hier so ein paar Zimmer drin. In Eulo gerechnet. Naja, die guten Eulos hier. Die guten alten Eulos. So, noch nicht, inwiefern ich das dazu machen will, weil das halt schon einiges an Platz im Zimmer wegnimmt. Vielleicht mache ich das auch einfach so. Und Moment, ich brauche euch. Einmal für die Türen oben drüber und dann mache ich das einfach so. Und dann sparen wir uns so ein bisschen Platz hier. Also, ich will auch nicht zu viel Raum hier wegnehmen. So. Und hier können halt, theoretisch können wir hier auch noch Betten reinstellen. Moment. Vielleicht machen wir das anders. Ich komme das Elternbett einfach hier hin. Und haben die halt noch irgendwie so ein paar kleine Kinder oder so. Ich weiß auch nicht. Bitte schön, ihr schafft da unten. Ich habe ja auch keine Ahnung. So, war da eine Laterne hin. Wunderbar. So, für die Zwillinge. Ja, wer hier wohnt, keine Ahnung. Sucht's euch aus. Arme Kinder kriegen ja alles mit. Ja, so läuft das halt, wenn man nicht so viel Platz hat hier. Nicht jeder hat einen Luxus von einem eigenen Zimmer. Auch nicht als Elternteil. Wir könnten hier noch 2 Betten hinstellen. Guck mal. Guck mal. Haben wir noch ein Bett rein? Kinderbett im Schlafzimmer der Eltern. Ja, das sind jetzt noch kleine Kinder. Wie gesagt, noch kleine, die müssen vielleicht noch beaufsichtigt werden oder so nachts. Wer weiß.
irgendwie in den Tisch rein? Moment. Und das einfach so. So, hier kann man noch ordentlich laufen. Ist zwar eng, aber man kann doch laufen. Also geht's noch. Solange du noch laufen kannst, ist alles okay. Ein eigenes Bett ist schon Luxus, aber hallo, hier 1900, keine Ahnung was, was meint ihr, wie da die Leute gelebt haben? So. Nein, das da noch. Moment. So haben die Kinder noch ein bisschen mehr Platz, okay? Dann schlafen die nicht direkt mit den Füßen aneinander. Oder? Na komm, die schlafen mit den Füßen aneinander. Es ist so ein besonderes Bett hier. Guck mal. So, fallen die nicht raus. Da war ein Trademark. Ja, genau. Guck mal, so fallen die wenigstens nicht aus dem Bett, okay? Also, ihr habt doch bestimmt auch so eine Rausfallsicherung gehabt als Kinder. So. Zehnkampf. Stellt euch vor, ihr liegt einfach mit euren Geschwistern hier so in dem Bett drin. Und ihr tretet euch nachts die ganze Zeit mit euren Füßen. Das ist gut, doch. Find ich schön, die Vorstellung. Und ihr Eltern so... Jeremy und Pascal, hört auf damit! Wir wollen schlafen! Jeremy und Pascal, hört jetzt auf damit! Oh Gott. Und Pandalf, dankeschön für die 16 Monate. Und hallo Adi, Hallöchen. Oh Mann. Meine Eltern waren froh, dass ich da irgendwann wieder rausgekommen bin. Aus dem Bett. Tja. Ja, was machen wir mit dem Bett hier? Ich glaube, ich mach das weg. So. Doch, ist richtig. Wir packen einfach so Regale rein. Bitteschön. Schreibtisch ist das jetzt. Ein in die Wand eingelassener Schreibtisch oder so. Aber wartet mal, wir können einen... Ich muss mal mein Mikrofon wieder ein bisschen höher nehmen. Ich hatte das eben weggemacht, damit mein Tracking mich besser sieht. Wir machen hier einen Kessel rein. Das ist das Waschbecken von der Küche. So, guck mal. Schön. Dann machen wir noch einen Haken. So. Bitteschön. Küche. Mehr gibt's nicht. Arbeitsfläche habt ihr hier. Kühlschrank. Wer braucht schon einen Kühlschrank? Jeremy der Zwerg. Ja. Wenigstens ist nur gedreht. Mein Bruder hat im Schlaf immer Propeller gespielt. Ey, streame das. Kann ich auch. Ich kann auch sehr gut Propeller spielen. Also, ich habe mir mit Yayu während der Dokumi letztes Jahr, haben wir uns ein Schlafsofa geteilt. Und als Yayu dann einmal später in unsere Unterkunft kam, habe ich mich einmal so diagonal auf dieses Schlafsofa schon gelegt gehabt. Also, ich habe schon geschlafen, aber ich lag halt diagonal drin. Und ich spiele auch gern Propeller beim Schlafen. Ich drehe mich die ganze Zeit. Aber halt nicht rumrollen und drehen, sondern halt, ja, anders drehen. Ich bin heute um 4 aufgestanden. Wir werden heute noch nicht so lange machen. Ich meine gerade, was sie hier noch reinmachen können. Ich hätte gerne irgendwie so eine Sitzecke oder so, wo alle zusammensitzen und essen. Wenn wir hier schon so ein Arbeitsdings haben, so Küche. Ich meine, vielleicht kann man hier so eine kleine Sitzecke, aber so ein Fenster, aber das ist halt eher so zum Kartenspielen. Um 4? Ja, ich habe halt Frühschicht gehabt. Muss ich um 4 aufstehen.
Ich habe halt einen neuen Job. Da kann ich mir das jetzt nicht aussuchen. Und hallo Chaosgott, hallöchen. Ja. Jetzt ist ein Sofa, okay. Kann man sich hier noch hinsetzen und, keine Ahnung, Netflix gucken. Und zwar kein Fernseher, aber hey, wer braucht das schon? Kann man irgendwie noch Bücherregale hinmachen? Belastend, ja. Ich weiß. Deswegen gab es auch die Woche nicht wirklich Streams, weil ich einfach so unglaublich müde war. Bücher neben Waschbecken ist keine gute Idee. Machen da ein Buch rein und dann. Machen wir das so? War noch wieder eine Lampe. So. Okay. Jetzt haben wir hier gut Beleuchtung. Mal wieder Tag hier. Bitte einmal Licht. Ja, was wir sonst noch machen. Ich weiß ja auch nicht. Machen wir noch einen Teppich rein. Ist halt nur zum Schlafen. Ein bisschen wohnen. Mehr kannst du hier nicht machen in dem Haus. So, ein bisschen dunkelgrüner Teppich noch. So. Gemütlich. Hier kann Teppich rein. Hier habe ich mal die Falltüren hingepackt. 1, 2, 3, 4. Für 6 Kinder haben wir Platz. Das sind keine 7 geworden. Es sei denn, wir packen da noch ein Bett hin. Also, wenn wir jetzt natürlich die 7 Kinder hier haben wollen, dann könnte man da auch noch ein Bett hinpacken. Dann halt, die Eltern und 6 Kinder halt dann jetzt. Ich muss seit Juni auch immer um 4 aufstehen. Freue mich, wenn die Überstunden zu Ende sind. Oh ja. Das ist, Siebte schläft auf dem Dach. Oder ist schon ausgezogen. Hat sich gesagt so, Mama, Papa, ich habe keinen Bock mehr auf die kleinen Leute. Ist bei Zwergen immer gut, wenn man sagt kleine Leute. Mal gucken. Okay, wir haben hier so ein paar Bücher. Ansonsten, keine Ahnung, lassen wir das, glaube ich, einfach so. Das ist so ein bisschen Küchenzeile eventuell und dann im Ofen. Ofen! Es ist gut, wir brauchen noch einen Ofen. Was wäre eine Küche ohne Ofen? Bitteschön. Ofen in der Wand drin. Ein Ofen in der Wand. Wie gesagt, hier ist Arbeitsfläche zum Schnibbeln. Lassen wir das einfach so. So, jetzt müssen wir noch das Dach ein bisschen begrünen. So, Moment. Ich schnapp mir mal alles Mögliche hier. So. Ja. So, dankeschön. Und ich hätte gern noch... Hallo? Ist das denn nicht mit dabei? Aber da... Aber hier, guckt euch das mal an hier. So, wir begrünen jetzt noch so ein bisschen das Dach. Ab und an mal so ein bisschen was anderes reingehauen wieder. Wie ich es so gerne mache. So. Bam, 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 bam. Ja, also dieser Weihnachtsjazz, der ist schon sehr entspannend, muss ich gerade sagen. Da kommt man schon sehr, sehr schöne Weihnachtsstimmung. So, mal hier so ein bisschen Moos rein. Kinder, das ist kein Schimmel unterm Dach, das ist nur das Moos. Keine Sorge. So.
Ja. Dann machen wir da noch einen hin, dann packen wir hier so einen Busch drauf. Genauso wie da kommt auch ein Busch drauf. Ein bisschen Busch am Haus, kann auch nicht schaden. So. Hier haben wir noch gar nichts grün. Das geht ja nicht, dass wir hier kein Grün haben. So, bitteschön. Da. Da. Hier. Muss eigentlich noch ein bisschen mehr grün werden. Ah, da noch ein Moos hin mit einem Busch. Ohne Moos nichts los, ja. Ah, guck mal, sieht ja schick aus. Ja, die haben jetzt keinen Schornstein. Hübsch. Muss man nur gucken, wie man da hochkommt. Wie kommen diese Leute in ihr Haus? Das dürfen wir uns jetzt überlegen. Also... Vielleicht müssen wir auch einfach bergsteigen. Und wir finden später eine Möglichkeit, wie wir das an die Straße anschließen hier. Wahrscheinlich ist das wichtig. Ist er das? Ich weiß ja nicht. Na gut, dann machen wir hier so einen kleinen Schornstein drauf. So. Dann bauen wir halt einen Schornstein. Damit die Kinder auch vom Weihnachtsmann besucht werden. Bitteschön. Zufrieden? Ein Schornstein. Schön. Hier würde ich eigentlich in die Spitze auch noch gerne irgendwas reinbauen. Und wenn es so irgendein Wachturm ist. So, hier an die Seite. Ein Wachturm dran. Ich pack das mal alles wieder weg hier. Es kann Weihnachten kommen. Auch Zwergenkinder wollen Weihnachten feiern. Habt ihr gehört? Ich glaube, ich will da irgendwie einen Wach- oder Leuchtfeuerturm hinbauen. Wir machen ein Türmchen. Muss nicht groß sein. Einfach ein Türmchen. Ein Türmchen. So. Ein Türmchen. Ein Wachturm. Kommen da die Zeugen Jehovas? Bitte was? Warum kommen dann die Zeugen Jehovas? Den verstehe ich nicht. Es tut mir leid. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch. Wie hoch machen wir den Turm? Ich will, dass der sich eigentlich halt nur so an die Bergspitze anschmiegt. Ah, das so. Das reicht schon. So. Das reicht vielleicht schon. Die Zeitung der Jehovas, der Wachturm heißt. Oh Gott. Ja gut, da habe ich ja keine Ahnung von. Ich bin kein Zeuge Jehovas.
Oder habe je mit denen zu tun gehabt. Es tut mir leid. Ich bin ungebildet, was das angeht. Wie machen wir jetzt das Türmische? Türmische, was machen wir mit dir? Ha? Was wird das? Ich weiß es noch nicht. Und hallo Schützi, hallöchen. Ja. Hallo? Nein. Dann bin ich irgendwie dumm. Dankeschön. Für die Kooperation hier. Mensch. So. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Turm mache. Ich glaube, ich mache da noch irgendwas mit Zäunen. Ich glaube, ich pflaster den hier unten drunter mit Zäunen zu. Und dann gucken wir mal. Ein Glockenturm, Versammlung des Dorfrats einzuberufen. Oh ja, das zum Beispiel. Also er kann für vieles genutzt werden. Ich würde auf jeden Fall ein großes Feuer drauf machen. Und es hat eher so ein Holzkonstrukt hier. Also, mal gucken. Moment. Tag. Dankeschön. Ich weiß, es gibt auch einen Command, wo man den Tag-Nacht-Zyklus mit ausschalten kann, aber ich mache das aktuell bewusst nicht. Einfach, weil ich auch gerne die Gebäude, die ich baue, bei Nacht sehe und dann will ich das nicht immer an- und ausschalten müssen und so. Und das ist halt schon irgendwann nervig. So, machen wir doch einfach so hier so die Basis von dem Turm hin. So. Und dann mal gucken. Das schmiegt sich halt so an den Berg ran. Ich weiß noch nicht, was ich hier mache. Kleiner Disclaimer. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich jetzt tue. Es ist wahrscheinlich einfach mal wieder so stumpfsinniges Rumprobieren. Mal gucken. Ja, guck mal, in so eine relativ runde Plattform obendrauf. Wegen der Treppe, da kümmern wir uns doch drum. Mal gucken. Können da zwar nichts drauf bauen, aber hey, wer muss schon was bauen? Kann natürlich auch dann den da noch machen. So. Bop, 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 bop. Und dann können wir da Zäune drauf machen. Unter anderem. So. Vielleicht machen wir auch noch mal so ein paar Stämme drauf. Zumindest so ein paar. So.
Echt? Man kann da noch runterfallen, aber fallt einfach nicht da runter, okay? Moment. Mauern. Ich möchte Schlammziegelmauern, oder? Ja doch, ich probiere mal aus, wie das hier mit Schlammziegelmauern aussieht. Nicht gut. Machen wir wieder weg. Schön, dass wir drüber geredet haben. Okay, nehmen wir andere Mauern. Eventuell Netherziegelmauern? Ja, warum nicht? Nehmen wir die. Haben hier noch so ein paar Mauern drauf. So, ich brauche ein Lagerfeuer. Runterfallen verboten. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und wenn du dagegen verstößt und runterfällst, dann musst du eine Strafgebühr zahlen. So, hier machen wir jetzt unser großes Lagerfeuer hin. Reinfallen verboten. Ins Feuer laufen verboten. So. Originelle Idee, ja. Was willst du ein Dach machen? Das ist jetzt noch eine Frage. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum wieder. Wir kommen zum jährlichen Monat probiert rum. Und eigentlich zum täglichen. Obwohl, nee, ich probiere keine rum. So. Und Hanno Mayonnaise, willkommen zurück. Ich hoffe, du hast dich gut versteckt. Was macht ihr so? Einen Turm bauen. Und hoffen, dass er gut aussieht. Also, alles wie immer. Naja. So. Moment, ich bin verwirrt. Da. Da. So. Jetzt. Ja, das, der Rauch von dem Feuer muss halt irgendwie noch da rauskommen. Aber wir können jetzt natürlich nicht Heu, sondern Stroh nehmen und das noch da drunter setzen. So, und ich glaube, ich mache hier einfach mal so einen Durchgang. Bitteschön. Wunderbar. Wie gesagt, wie man hochkommt, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kommt man auch nicht hoch. Aber jetzt steigt der Rauch noch höher. So. So, dann versuche ich jetzt erstmal den, das Dach hier noch weiter zu vollenden. Mann! Okay. Das funktioniert so nicht. Das heißt, wir müssen jetzt ein eckiges Dach machen. Also so halbwegs eckig.
Kannst du gut bauen, ne? Dankeschön. Ich freue mich, wenn es euch gefällt, was ich baue. So. Und hier einfach noch so Falltüren drauf. So. Ich mache einfach eine Leiter hier hoch. Jetzt wird es halt ein eckiges Dach. Sieht bestimmt echt bescheuert aus, aber naja. Was willst du machen? Sieht schon komisch aus. Ich mache das auch nochmal weg. Und, machen wir hier auch noch mal so Falltüren hin. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach irgendetwas. Ah doch, guck mal, ich glaube, so kann man das fast machen. Nur vielleicht würde ich schon ein bisschen was anderes machen. Moment. Vielleicht ist es besser, wenn ich hier schon diese Blöcke hochgehe. Keine Ahnung. Wie gesagt, wir probieren aus. Nur keine Ahnung, wie das jetzt hier funktionieren soll. Mit dem Rest. Vielleicht funktioniert das nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber... So. Moment. Ich muss probieren. Dächer sind schwierig. Dächer sind sehr schwierig. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung. Oh, guck mal, so schlecht sieht es doch gar nicht aus, oder? Es ist besonders. Ist ein besonderer Turm. Okay. Also, es geht schlimmer, würde ich sagen. Moment. Okay. Ich packe hier noch anderweitig Beleuchtung dran. Dann ist der auch schon beleuchtet hier, der Turm. So. Ha. Also... Okay. Es ist okay. Wenn wir da jetzt noch so ein bisschen Grün mit dran klatschen an das Dach, dann kann das, glaube ich, noch besser aussehen. Ein bisschen. Ich habe nicht viel Hoffnung, aber vielleicht kann man noch was retten. Zumindest... So minimal. Ein bisschen Grün hilft immer.
So eine Pflanze kann sehr viel kaschieren, was man an Fehlern macht beim Bauen, habe ich das Gefühl. So. Was haben wir hier noch verbaut? Noch sowas verbaut. Wir haben noch sowas verbaut. Haben jetzt natürlich auch wieder unseren Moos und unseren Busch. So. Hier ist ein bisschen grün verzeiht. Ein bisschen. So. Keine Ahnung. Fragt mich bitte nicht. Ja, hier noch ein Busch hin. So. Und da noch. Oder auch nicht. Aber so, ja. Hilfe. Das noch. So. Was davon? Komm, sieht das schon viel besser aus. Sieht doch schon viel besser aus. Und auch noch hier Moosteppiche. Ich kann irgendwo noch so ein bisschen grün oben drauf legen. Weiß nur gerade nicht wo. Ja, vielleicht lassen wir es auch einfach mit dem Moosteppich. Brauchen wir ja nicht unbedingt. Also ist schon wieder solche oder was, ey? Was? Hallo? Okay, Moment. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir! So. Jetzt lege ich mich schlafen. Das erste Mal in dieser Welt. So, jetzt der Regen weg und es ist wieder Tag. Tschüss, Regen, ich habe keinen Bock auf dich. Und tschüss, Phantome vor allem. Ich finde es übrigens cool, wie sich diese eine Ader hier an Diorit so einmal über die Berge zieht. Das sieht richtig, richtig cool aus. Ist eigentlich so eine natürliche Grenze. Vielleicht brauchen wir einfach hier noch eine andere Stadt. Und das ist so die Grenze zwischen den beiden Städten. Die sind eigentlich verfeindet. Da sterben schon die Phantome. So. Ja, der Turm sieht okay aus. Ich glaube aber, die Mauern mache ich nochmal anders. Nehmen wir einfach unsere Ziegelmauern. Ich glaube, das sieht besser aus. Diese dunklen Nether-Ziegel, die sind zwar cool, aber ich glaube, hier passen sie nicht. Also ich bekomme jetzt richtig Bock auf Weihnachtsmarkt. Ich war gestern am Weihnachtsmarkt und ich habe kruschel, eine Tüte gebrannte Mandeln geholt. Und ich habe eventuell auch einen Crepe gegessen und heiße Maronen. Und gebrannte Mandeln. Nom. Lecker. Ich mache jetzt hier so Zauntore hin. Damit das nicht so auffällt. Aber hier kann man rein in den Turm. Und dann, gucken wir mal, wo wir hier eventuell reinkommen. Irgendwo. Man könnte sagen, man klebt sich einfach hier so runter und packt dann eine Leiter hin. Ich glaube, das ist das Einfachste. Wir packen da jetzt einfach eine Leiter hin. So. Leiter. So. Wunderbar, dann können wir jetzt hier hochklettern. Endlich. Brauchen wir Licht? Ja, man muss auch nicht so viel gebrannte Mandeln essen. Ich kann immer nur so 3-4 Stück und dann ist für mich auch erstmal für den Tag wieder Schluss.
So, die Laterne. Kann ich irgendwo hinhängen? Ich nicht. Ich mach das hier einfach dicht. So, dann kann ich auch da eine Laterne hinhängen. So. Dankeschön. Ja, ich glaube, so fügt es sich ganz gut in das Stadtbild ein hier. Warte mal. Axt. Eine kurze Goldaxt hier. Und dann entrinden wir hier die Baumstämme gerade noch. Hup. Hup. Weg mit eurer Rinde. So. Und wir brauchen noch Knöpfe. Oh nein. So einer schon wieder, geht weg hier. Ich hab keinen Bock auf dich. Ich hab keine Lust auf den. Dann haben wir hier noch Steinknöpfchen dran. Und, Falltüren hätte ich gerne nochmal. Für hier dran. So. Und vielleicht da und da. Überall Falltüren. So. Ja, guck mal, der Turm sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also kann man so machen. Ich glaube, ich nehme nur noch ein bisschen Zaun und... Das ist noch besser, guck mal. Es wird hier immer besser. Ja, da brauche ich nichts anbringen. So. Noch mehr Zaun! Ja, vor allem müsst ihr das ja alles im Survival bauen, ey. Also, Kreativmodus kann man auch sehr gut bauen. Also, falls ihr einfach mal Bock habt, irgendwie einfach nur irgendwas zu bauen, ohne euch Gedanken zu machen, ist das vollkommen in Ordnung. Aber es fühlt sich natürlich jetzt hier, ich sag mal, nicht so toll an, als wenn wir das jetzt im Survival gemacht hätten. Für mich zumindest. Aber das ist ja auch einfach nur eine Welt, wo ich jetzt einfach ein bisschen rumfliege und mir meine Bergstadt hier baue. Die übrigens schon richtig, richtig cool aussieht. Guckt euch das mal an hier. Also wir haben schon einige Gebäude. Und ja, mal gucken. Hier kommen sogar die fahrenden Händler schon vorbei. Ich habe nur noch keine Ware, die ich dir anbieten kann. Vielleicht können wir auch so ein paar Villager hier platzieren. Dorfbewohner. Wir können hier vielleicht einfach mal ein paar Dorfbewohner verteilen. 1, 2. Guck mal hier. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Bitteschön. Viel Erfolg. Ja, arbeitet ihr mal. So. Euch kann ich hier noch platzieren. Mal gucken, wo ihr hingeht. Ich weiß es noch nicht. Ich platziere jetzt einfach mal so ein paar Villager drin. Was die machen? Ey, keiner weiß es. Wir müssen hier aber noch ein paar Betten dann platzieren. It's magic. Ja. Also wir hatten ja ein paar Betten jetzt in dem einen Wohnhaus. Die werden wahrscheinlich alle da hingehen. Aber mal gucken. So, hier kommt noch einer hin. Viel Spaß. Mal gucken, wie viele überleben. Das ist jetzt eine Fallstudie. Was machen die Villager, wenn man sie jetzt einfach hier in diese Stadt setzt? Wohnen die hier drin jetzt? Ich meine, sie können ja überall lang. Sie können auch hier drüber lang. Oder auf die Dächer klettern. Das könnt ihr auch, ja. Also, ist auch eine Möglichkeit. Du hast jetzt einen Job, gell? Du bist jetzt hier Lederdude. Der hat sich jetzt hier eingenistet. Bitteschön. Also, guck mal, wir haben schon unsere ersten Zwerge. In meiner Zwergenbergstadt. Die ersten Zwerge sind da. Jetzt werden wir mal gucken, wie viele von denen überleben. Eine Glocke.
Ich bin mal gespannt, ob hier... Hallo. Glocke. Dankeschön. Wie viele von denen tatsächlich überleben? So, hier, guck mal, ich packe euch eine Glocke hier hin. Bitteschön. Habt ihr eine Glocke? Die versammeln sich ja immer bei der Glocke dann spät. Oh, warte, wir können die Glocke auch woanders hinsetzen. Ich glaube, wir packen die Glocke zum Versammeln einfach hier in die Taverne. Guck mal, jetzt kannst du noch einen Wirt bimmeln. Versammelt euch einfach mal hier vom Tresen und quatscht miteinander. Und keine Ahnung was. Das ist doch cool, guckt mal. Die kommen halt immer zur Glocke. In dem verfeindeten Dorf Goblins? Ja, vielleicht. Ganz oben auf dem Turm, ja, genau. Ja, guck mal, jetzt treffen die sich hier und haben Spaß und, guck mal, ey. Mit richtig voll hier in der Kneipe. Hier, zum Zwergenschiss heißt irgendwie übrigens die Kneipe. Guck mal, wie toll. Wow. War einer von euch hinter die Bar? Mal, will einer von euch mal dahinter? Tja. Ich meine, der kann hier einfach drüber spazieren, glaube ich. Obwohl, nee. Aber hier. Nee, auch nicht. Leute, das ist eingesperrt. Wir haben unseren Wirt. Hallo. Ihr seid alle Fischer. Ja, ihr habt euch halt hier um die Fässer versammelt, gell? Na, wenigstens habt ihr Jobs. Was macht ihr da? Also, das ist jetzt unser Gastwirt, der bewirtet hier die Leute. Hallo? Alter, das ist das Dorf. Ja, viel Spaß euch. Tschüss. Ja, unsere ersten Dorfbewohner sind da, eingezogen. Schön. Jetzt müssen wir gucken, wie sehr sie mir auf die Nerven gehen. Vielleicht töte ich sie auch alle wieder. Keine Ahnung. Okay, ich glaube, für heute machen wir erstmal Schluss an der Stelle. Wie gesagt, ich bin jetzt auch schon seit geraumer Zeit wach. Ich bin ziemlich müde. Und, ja, wollte keinen allzu langen Stream machen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Also vielleicht kriege ich am Samstag noch einen kleinen Stream hin. Ich bin nur um 17 Uhr bei Luni zu einer Collab. Und ich muss mal gucken. Wir haben halt samstags immer noch unser Leitmotiv-Meeting. Wie lange das geht. Vielleicht kann ich da zwischen dem Meeting und der Collab noch irgendwie einen kleinen Stream einschieben. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall am Sonntag. Das kann ich euch schon sagen. So, ihr, jetzt wird's dunkel. Was macht denn ihr? Das so zu dem, was wir noch machen. Aber am Sonntag will ich auf jeden Fall nochmal streamen und mal gucken, ob wir es für morgen hinbekommen. Die durchzechen einfach die ganze Nacht. Ist okay. Viel Spaß euch. Sonntag 12 Uhr. Mal gucken. Gebe ich dann Bescheid im Discord nochmal. Aber wahrscheinlich 12 Uhr, ja. Wie gewohnt. So. Wunderschön. Guck mal, wir können jetzt hier nochmal einen wunderschönen Screenshot machen. Ach, schön. Mit unserem neuen Häuschen und dem Turm. Und dann machen wir das Spiel jetzt einmal aus. Und dann gucke ich mal, wo ich euch hinraide gleich. Oh Gott, jetzt haben wir hier doppelt Musik. Nee, ich will nur eine Musik. Dankeschön. Wer ist denn hier live? Wen gibt Twitch bitte noch so? Danke für den Stream, Mona. Gerne. Und danke schön, dass ihr dabei wart. Und wir können zu Finn raiden. Ich habe heute Finn gezeichnet. Weil Loni und Finn, die haben ja beide im Dezember Geburtstag. Und ich habe für jeden von denen ein ganz tolles Bild gezeichnet. Ja. Also, das dürfen die beiden natürlich noch nicht sehen. Deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Sonst würde ich es euch schon zeigen. Aber... Das kann ich euch erst zeigen, wenn die anderen, also wenn die beiden es auch sehen dürfen. Aber falls ihr auch an diesem Padlet von Finn und Luni teilnehmt, da ist das schon drin, falls ihr gucken wollt. Psst. Hihi. Könnt ihr mal einen Blick drauf werfen. Das für Finn habe ich heute fertig gemacht. Ich habe gestern angefangen. Ich hab das einfach gespeedrunnt. Aber ja. So.
gemacht. Wir reden euch. Finn, halt mal kurz den Mund. Dankeschön. Wir reden euch zu Finn. Moment. Raid. Zu Finstay. Raid zu Finstay. So. Vielen Dank, dass ihr da wart bei diesem spontanen Stream. Ich hoffe, nächste Woche kriege ich wieder einen Streamplan hin. Und dann könnt ihr damit rechnen, dass ich streame und müsst nicht gucken, Simona live? Wann streamt die? Muss ich jetzt Twitch stalken? Nein. Also ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder einen Streamplan hinbekomme und nicht so ganz K.O. bin wie diese Woche, aber es war halt jetzt die erste Woche im neuen Job und die ist ein bisschen anstrengend. Könnt ihr euch, glaube ich, denken. So, vielen Dank euch auf jeden Fall fürs dabei sein. Viel Spaß bei Finn. Und wir sehen uns hoffentlich dann am Sonntag. Und vielleicht morgen zumindest bei Luni. Und dann ganz, ganz viel Spaß euch noch. Und Dankeschön für den schönen Stream. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.